Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Haus der Kultur in der Welt. Mein Name ist Dorette Mumme und ich führe Sie zumindest partiell durch den Abend, oder es tun andere, wir halten das spontan. Diese Gesprächsrunde mit dem Titel Ein Talk zu Stadt und Politik, Spiel und Ernst findet im Begleitprogramm der Ausstellung The Most Dangerous Game, der Weg der situationistischen Internationalen in den Mai 68 statt. Wo wir jetzt schon so interaktiv waren, kann ich mal um Handzeichen bitten, wer war denn schon in dieser Ausstellung? Hoch. Okay, ich würde sagen so circa 50%, den anderen 50% werden wir versuchen, sie Werden wir versuchen, sie schmackhaft zu machen, denn was wir hier machen, ist eigentlich ziemlich Quatsch, nicht wahr, Christoph? Wir versuchen, eine Antisituation zu kreieren. Wir machen eine mehr oder weniger steife Podiumsdiskussion. Das wäre ganz sicher nicht im Sinne der situationistischen Internationale. Aber eine Ausstellung über sie zu machen, auch nicht. Und wir versuchen, uns ein wenig zu emanzipieren und zu schauen, die situationistische Internationale und spezifisch ihre Ideen zu Stadt und Stadtraum und Stadtraumgestaltung, ist das etwas, was ins Museum gehört, oder kann man vielleicht für uns und unsere Generation und unsere Ideen zu unserer Stadt hier noch etwas daraus ziehen? Genau, jetzt möchte ich gerne mal die Gäste vorstellen, die ich mir zu diesem Zweck hier aufs Podium gebeten habe. Das sind alles Leute, die hier in Berlin aktiv sind zu verschiedenen Themenfeldern und versuchen, die Stadt zu gestalten, sodass sie für uns alle lebenswerter wird. Wir haben hier einmal Dennis Petri von der Initiative Changing Cities. Er freut sich über Applaus, genau wie alle meine anderen Gäste. Okay. Das ist Joshua Kwesi Akins, unter anderem vom Bündnis Berlin Postkolonial, Decolonize the City. Bitte. Christiane Hütter von der Gruppe Invisible Playgrounds. Dann haben wir hier Christoph Kotani. Christoph ist hier unter anderem für den Allmende-Kontor, der die Gemeinschaftsgärten auf dem Tempelhofer Feld organisiert. Er ist aber auch Sohn... Ein Spezialapplaus mit Elisabeth, okay. Hallo Elisabeth, herzlich willkommen. Er ist aber auch der Sohn von Attila Kotani, ein Original-Situationist, der sich für die situationistische Internationale engagiert hat im Bereich Stadt, Politik und Stadt. Ja. Ihre Schwester, herzlich willkommen. Und Christoph wird für uns gleich ein wenig die Brücke durch die Generationen machen. Und hier zu meiner Linken ist so eine Art wissenschaftlicher Sidekick, Frau Dr. Christine Scherzinger, die dieses Buch hier geschrieben hat, Berlin, Vision einer zukünftigen Urbanität über Kunst, Kreativität und alternative Stadtgestaltung. Und Christine, bevor du dein kleines wissenschaftliches Experiment mit unseren Besucherinnen dort noch einmal auswertest, magst du dich kurz zu uns gesellen? Ich würde gerne etwas über dieses Buch erfahren. Genau. Also, ja, mein Name ist Christine Scherzinger und vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz einblenden, dass das Titelbild die Zuschauer sehen. Man sieht es vielleicht nicht so ganz genau, aber man sieht im Hintergrund einen Mensch, der eine Brille aufhat, und zwar eine doppelte Brille. Dieser soll den verschärften Blick auf die Stadt symbolisieren, auf etwas, was gerade in den Städten passiert. Und das ist mehr oder minder ein Künstler gewesen, mit dem ich zusammengearbeitet habe für dieses Buch, um einfach den Blick zu schärfen und vielleicht auch Mittel und Methoden zu finden, die Stadt zu verändern. Die Ausgangslage war damals die, als ich studiert habe, und dieser Diskurs gibt es immer noch, also den Diskurs der kreativen Stadt, die kreative Klasse, das wurde jetzt mehr oder minder übernommen von der digitalen Stadt, also diese Smart City Geschichte, aber damals war so der Diskurs von Richard Florida der, dass man möglichst vieles tun muss, dass die Städte die kreative Klasse anzieht, damit Wachstum dann auch mehr oder minder im Städtewettbewerb oder dass man sich etabliert als Stadt im Städtewettbewerb. Das haben die Stadtplanung tatsächlich auch gemacht. Also sie haben alles dafür getan, dass möglichst viele Kreative, dazu gehören genauso Künstler wie aber auch diejenigen, die forschen dazu, haben sehr vieles dafür getan, dass sie kommen, ohne zu überlegen, was eigentlich das für ein sozialräumlicher Wandel mit sich bringen kann. Ich dachte immer von wegen, wie kann man forschen über jemanden wie Kunst, Kreativität
und den Künstlern auch objektivieren. Also es wurde letztendlich auch objektiviert. Man hat über den Künstler gesprochen, aber nicht mit ihm. Und deswegen dachte ich, ich möchte gerne hier in einem Buch Raum bieten für die, die sozusagen als kreative Klasse gelten und eine andere Form von Kreativität, und zwar nicht unbedingt einer wirtschaftlichen Idee von Kreativität, Raum geben, um zu sagen, was sie denn gerne für eine andere Stadt haben möchten. Also ihre Vision, Zukunftsbetrachtung habe ich ihnen Raum gegeben. Und wir haben zusammen geforscht. Und zwar im gemeinschaftlichen Prozess, und ich wollte einfach nicht über jemanden forschen, und es war mein Anliegen. Und das Spannendste war dann letztendlich die Methoden und die Ideen der Veränderbarkeit, wo kommt man an Grenzen, und letztendlich war es auch eine politische Frage zum Schluss, wie man da weiterkommen kann. Das war mein Anliegen, genau. Wunderbar, jetzt hast du hier im Prinzip gleich in der Eingangssituation eine Mini-Forschung initiiert. Die wirst du jetzt, während ich mit Christoph spreche. Christoph, Sie sind gleich dran. Haben Sie uns was mitgebracht? Ah ja, ich bin gespannt. Während ich mit Christoph spreche, wirst du dort die Ergebnisse deiner Besucherbefragung mappen. Und ich fand es interessant, dass du gesagt hast, im Prinzip kam der Künstler oder kamen Künstler, Künstlerinnen im Diskurs um die Stadt eigentlich schon nur noch als, wenn du willst, Gentrifizierungsindikator vor im Prinzip. Also die wurden schon eingemeint in so eine Logik, wer wohnt wo und was macht das mit Grundstückspreisen, wenn ich es mal ganz überspitzt sagen würde. Ja, das war eine Diskussion darum, dass Künstler ganz gut da sind, um das Umfeld zu etablieren und dass die Städte dann dementsprechend auch teurer werden. Ich finde, diese Schulddebatte ist sehr fragwürdig in dem Moment, wenn es um gesellschaftliche Prozesshaftigkeiten geht. Aber was wirklich wichtig war, und das war auch ein Anliegen der Künstler, Künstlerinnen, die mitgemacht haben, sie wollten auch nicht durch mein Buch für die Stadtplanung verwertet werden. Sie wollten nicht, dass ich sozusagen Raum schaffe und sage von wegen, jetzt können wir wieder neue Instrumente, Methoden entwickeln für die Stadtplanung selbst. Also diese Verwertungsangst war sehr enorm. Und also das war etwas, was sehr präsent war. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Forschung. Ich kann es natürlich jetzt nicht wirklich ganz wissenschaftlich präzise machen, aber ich denke, wir werden gleich einen Eindruck davon bekommen, was Sie von der Stadt der Zukunft denken. Ich würde jetzt nochmal rumgehen, die restlichen Blätter einsammeln und dann nebenbei mappen. Ja? Okay. Gut, vielen herzlichen Dank erstmal dafür. Christoph, wir müssen uns jetzt mal für 10, 15 Minuten unterhalten, auch wenn das ebenfalls etwas ist, was normalerweise jede Podiumsdiskussion killt. Aber ich glaube, es ist nötig, denn wir haben gesehen, 50% der Leute waren noch gar nicht in dieser Ausstellung. Vielleicht sind sie auch zufällig hier hineingestolpert. Die Situation... Nicht zufällig wegen mir. Ihretwegen. Ich gehe davon aus, dass mindestens 80% der Leute ihretwegen hier sind. Von daher ist es auch gar nicht so schlimm. Vielleicht, Sie müssten Ihr Mikrofon benutzen, denn ich bin auch sicher, dass 100% der Leute, die dann hinterher das YouTube-Video anklicken, eigentlich Sie gegoogelt haben. Hallo? Ja. Genau, wunderbar. Also was Sie nicht ins Mikro sprechen, ist hinterher auch nicht im Internet. Sie können im Prinzip selber entscheiden. Also, die Situationistische Internationale ist, wenn man es grob umreißt, ein Zusammenschluss gewesen von Aktivistinnen, Künstlerinnen, Intellektuellen, der aktiv war zwischen Ende der 50er Jahre und Anfang der 70er Jahre. Und es galt als die letzte Avantgarde. Nun müssen Sie uns ein wenig helfen. Wir sind ja alle nach Anfang der 70er geboren, die meisten von uns. Und selbst wenn wir uns heute mit ähnlichen Themen beschäftigen, gelten wir hier, glaube ich, nicht mehr als Avantgarde. Was ist eine Avantgarde? Wie sah die Situationistische Internationale von innen aus? Wie waren die drauf? Was wollten die? Ja, ich empfehle, die Ausstellung anzuschauen und ein bisschen sich Zeit zu lassen, weil das ist keine Show, das ist Arbeit und es lohnt sich wirklich. Da erfährt man bei der Vitrine erst die ganze Geschichte, wie das war. Man muss links anfangen. Da erfährt man, und das war auch für mich extrem nützlich, muss ich sagen. Ich war 9 Jahre damals, als die Bande aktiv war. Also ich muss auch alles nachholen, so informativ. Sie sind angefangen in den 50er Jahren als eine Dichtergruppe. Sie waren Dichter. Radikalität ist eine poetische Angelegenheit und nicht eine politische Angelegenheit. Das ist ein langes Thema. Warum das so ist, das war ihre
ihre ganzen Anliegen. Sie nannten sich ursprünglich die internationale Lettristen. Was heißt das? Da muss man schon ein bisschen reinschauen, was das heißt. Sie wollten den Surrealismus weiterführen. Zwischen dem Surrealismus und den Lettristen war ein Weltkrieg. Der schlimmste Weltkrieg, der schlimmste Krieg der ganzen menschlichen Geschichte, wie wir es kennen. Also da war riesige, sie wollten es weitermachen, langsam. Und die Surrealisten sind von Freuds Theorie der Seele ausgegangen. Das vergisst man auch gerne. Breton, der den Surrealismus gegründet hat, wollte erst Psychoanalytiker werden. Er wollte Arzt werden und dann plötzlich entdeckte er, dass das ist die Methode in die Kunst. Das ist der Autobahn für die Erneuerung der Kunst. Und dann hat er, dann ist er Dichter geworden und er hat Experimente mit der Sprache, radikale Experimente mit der Sprache gemacht. Das ist ein kleines Kurzseminar hier. Ich empfehle das zu vertiefen für Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Er experimentierte mit was er nannte automatische Poesie. Okay, die Kenner kennen das. Das war ganz genau die Methode von Freud, wie wir zu unseren Gefühlen kommen. Okay. Nicht vergessen, mit der Sprache experimentieren, aber spontan, radikal spontan. Okay. Nichts konstruieren, nichts komponieren, einfach losreden, wie ich jetzt tue. Keine Podiumsdiskussion im eigentlichen, keine Podiumsdiskussion im eigentlichen Sinne? Keine Kontrolle. Keine Kontrolle. Keine Quatsch, keine Durcheinander, aber alle, eben wie wir zum Beispiel, wenn wir betrunken sind oder in der Liebesrausch, was wir erfahren dann, der totale, wie wir uns erlaubt haben, das zu nennen, die Wonne, eine Wonnezustand, wenn alles okay ist, kurz gesagt. Jetzt, die Lettristen nach dem Zweiten Weltkrieg haben das aufgenommen wieder und das radikalisiert. Darum, sie nannten sich Lettristen, weil es geht nicht mehr darum, das ist ein bisschen pedantisch, sorry. Warum Lettristen ist nicht so wichtig. Kürzen das ab. Ist nicht so wichtig. Und dann Debord, der die zentrale Figur in dieser Ausstellung ist, er war der Gründer der Situationisten und sie dann bis zu Ende geleitet und zerschlagen auch am Ende. Er hat das umgenannt in Situationismus, Situationismus jetzt, was heißt das? Mit dem Blick über Ihre Schulter, wir haben hier ein paar zentrale Begriffe, an denen wir uns vielleicht entlang hangeln können, denn letztlich werden die uns immer wieder auch als Toolkit sozusagen, wie wir heute sagen würden, begegnen. Und ein zentraler Begriff nach Situation, den Sie schon angerissen haben, also eine nicht geplante Situation, sondern etwas, in dem man aufgeht, etwas, dem man vielleicht folgt, etwas Wonnevolles. Wenn man diese alten Begriffe vom Französischen ins Deutsche übersetzt, kommt man auf sehr alte deutsche Begriffe, haben wir schon im Vorgespräch festgestellt. Ne? Das ist auch ganz interessant. Ein zentraler Begriff ist Spektakel. Ja. Im Deutschen wäre es das Spektakel. Ja. Das war etwas, das war im Prinzip sozusagen der Begriff, der so ein bisschen wie das Mordor am Himmel der situationistischen Theorie auftauchte, immer wieder. Man war gegen das Spektakel. Was war das Spektakel? Langsam. Opa hier muss ein bisschen bremsen. Ich möchte eine Frage stellen an das Publikum, Sie haben mich schon reinholen. Nicht, dass man redet, weil das dauert zu lange, aber ich würde fragen, wer hat wer meint, dass er oder sie weiß, was Situation heißt in diesem Kontext?
Bitte nur die Hand auf. Nicht viel. Nicht viel. Also das stimmt, was ich meine. Es gibt keine Definition davon. Das wird einem langsam auffallen, wenn man das ein bisschen anschaut, diese Ausstellung zum Beispiel. Auch die Kuratoren haben keine Definition angeboten. Die Situationisten haben nie gesagt, was an Situation, wie sie das meinen. Sie haben protestiert gegen jede Definition. Sie haben oft gesagt, was nicht an Situation ist. Also zum Beispiel ein Podiumsdiskussion, würde ich sagen, ist ein sehr schönes Beispiel für eine Antisituation. Okay? Ich erlaube mir, das schnell zu erklären. Darf ich? Mein Begriff, ich bin langsam 70, ich habe viel nachgedacht, über worum es ging. Wie ich sage, ich war 9 Jahre alt, ich kapierte kein Wort, aber das war sehr interessant irgendwie. Sehr reizend, und das hatte große Folgen, sage ich. Also ich würde heute sagen, eine Situation ist wo, eine Antisituation ist wo das erotische Moment ausgeschaltet wird. Das als eine formale Definition. Eine Antisituation ist, wo das erotische Moment ausgeschaltet wird. Würden Sie sagen erotisch, denn das Erotische ist ja etwas, was wir im Deutschen tatsächlich mit Sexualität verbinden. Ich glaube, darum geht es nicht, oder? Es geht um Sinnlichkeit? Langsam. Okay. Eben nicht. Nichts biologisch, nichts. Eben, Erotik in dieser Satz hat nichts mit Sex zu tun, aber überhaupt nichts. Was ist Erotik? Um es einfach zu sagen, wenn man sich berührt, ganz einfach, aber nicht nur leiblich, das wäre Sex, wenn man sich nur leiblich berührt. Erotik ist, wenn man sich in jeder Hinsicht berührt. In der Liebe, echte Liebe ist, ich darf dieses schöne alte Wort noch hier bemühen. Echte Liebe ist, wenn man sich leiblich berührt, emotional berührt und geistig berührt. Was heißt geistig berührt? Das war das Thema der Situationisten. Okay? Ihre Thema ist, das Spektakel will geistige Berührung unmöglich machen. Jetzt müssen Sie aber doch einen Hinweis zum Spektakel geben. Genau. Und jetzt, um ein konkretes Beispiel zu geben jetzt, ein aktuelles Beispiel und nicht historisches. Was? Wenn mein Handy klingelt, das ist unser Alltag, ich nehme es schnell, jemand redet mit mir, aber ohne Möglichkeit von einer Berührung. Geistige Berührung heißt, wenn die körperliche Berührung, die körperliche Nähe, die emotionale Nähe, also ohne Vermittlung. Okay, gut, das will ich sagen, eine Kontakt ohne Medium, okay, ohne Moderator, Moderatorin. Übrigens, wir plaudern ein bisschen darüber, ich erlaube mir zu sagen, was für mich das Wort, und es ist keine persönliche Kritik. Nein, ich fand das großes Beispiel. Wir schwatzen hier. Vor zehn Jahren hatten wir eine Konferenz über Mai 68 mit Ulrike Solbrig und Jol hier. Sie haben dieses Band produziert, Pöp 68. Ich empfehle es. Und wir hatten da, unser Beitrag war, ohne Moderator, nicht persönlich nehmen. Das ist nicht gelungen, ja, das brachte nichts. Das ist zu schwer. Aber meine Metapher war, der Brennstab in einem Kernreaktor, vielleicht einige wissen, was das heißt. Ich behaupte, dieses Wort kommt aus der Kerntechnologie. Ich bin Physiker übrigens, ursprünglich. Ein Kernreaktor hat eine sogenannte Moderator, es ist ein Metallstab,
der hineingeschoben wird, wenn das Ding zu heiß wird. Und rausgeschoben wird, wenn es zu kalt wird. Jetzt, Erotik, das ist, wenn es endlos heiß wird. Okay. Ohne zu explodieren. Okay. Das ist ein Bild. Zum Beispiel die Sonne ist ein rein erotische Phänomen. Okay. Ja, es berührt uns direkt, ohne das können wir nicht leben. Es ist das Schönste, was es gibt. Wenn ich es richtig verstehe, ist der Moderator also so, derjenige, der die Temperatur reguliert und den Brennstoff wieder rauszieht, ja, was, nicht wahr? Was? Der Moderator, wenn ich es richtig verstehe, ist derjenige oder diejenige, der die Temperatur reguliert bzw. aufpasst, dass die Reaktionen immer irgendwo im Gleichgewicht sind. Das würde ich jetzt unverschämterweise einmal tun, denn wir müssen noch ein paar Begriffe erklären und ich würde das so machen wollen, dass ich versuche, ganz grob in den Raum zu werfen, worüber wir sprechen und Sie sagen dann, ob es ungefähr richtig ist. Schön, bitte. Gut, der Rief. Letztlich geht es, Sie haben mir gerade sehr viel von sinnlichen, erotischen Erfahrungen gesprochen, darum, dass man eine Methode entwickelt, oder die Situationisten Methode entwickelt. Sinnlich und geistig. Ungeistig. Sehr ungeistig. Was das heißt. Die Umgebung wieder wahrzunehmen, denn Ihre Wahrnehmung in Paris der 60er Jahre, das ja im Prinzip eine Stadt war, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, wo dann alle vermeintlichen Segnungen der Moderne installiert wurden, also Trabantenstädte, Straßen, die auf den Verkehr hin ausgelegt waren und so weiter. Es ging darum, zu überlegen, wie kann man seine Umgebung wieder anders wahrnehmen, sinnlich wahrnehmen, vielleicht auch einfach ziellos durch die Gegend schweifen und die zufälligen Impulse, die man dabei bekommt, verarbeiten. Das würde ich als Deriv beschreiben. Großartig. Dann hätten wir einmal, das ist fast falsch rum, Récupération und dann einmal Détournement. Die Begriffe gehören zusammen. Im Prinzip geht es darum, würde ich sagen, wenn ich es referieren müsste, dass bei der, ich spreche es mal deutsch aus, Rekuperation, Wiederaneignung, dass das kapitalistische System oder der Kapitalismus irgendetwas, was im Vorhinein überhaupt nicht kapitalistisch kodiert wurde, der Verwertungslogik entsprach, zum Beispiel die Liebe, für sich vereinnahmt. Also es gibt dann auf einmal, also ich weiß nicht, Kühlschränke werden mit Brüsten verkauft oder man macht irgendwie Werbeanzeigen im Stadtbild, die mit dem Gefühl der Liebe versuchen, irgendetwas zu verkaufen. Und die situationistische Technik, die dem entgegengestellt wurde, war im Prinzip das Détournement, dass man versucht hat, sozusagen mit dem Kapitalismus oder auch dem Spektakel, das sind verwandte Begriffe, ein wenig zu rangeln und diese genuin menschlichen Situationen oder genuin menschlichen Empfindungen, Phänomene wieder für sich zu vereinnahmen. Gut. Ihr Vater... Super. Dankeschön. Dankeschön. Ihr Vater war ein unglaublich... Papa. Ja, Papa. Ihr Vater war ein attraktiver Mann, wenn ich das so sagen darf, denn heute kann man das auf Podium ja im Prinzip eigentlich kaum noch sagen, aber was ich gelernt habe ist, in den, ich nehme das jetzt tatsächlich zum Anlass, in den 60er Jahren oder gerade bei den Situationisten, ich habe mich sehr gewundert, muss ich sagen, erst haben wir das so aus unserer Logik betrachtet und dachten, da sind sehr wenig Frauen sichtbar geworden, das ist auch wahr, die Frauen waren aber wesentliche Elemente dieser Gruppierung, nicht wahr? Also ganz viele Neuzugänge kamen über die Frauen. Die Frauen waren sehr wichtig. Es wurde auch um die Frauen gerangelt. Und tatsächlich haben Frauen wie Jacqueline Dejean und die Frau von Guy Debord, Alice Becker-Hoh, auch wahnsinnig wichtige Impulse einfach gesetzt und Zeitschriften herausgegeben. Ihr Vater war aber bereits verheiratet und dementsprechend gibt es da jetzt nicht sehr viel rauszuholen, Storytelling-mäßig. Ihre Familie kam aus Budapest nach Brüssel in den 50er Jahren, wo ihr Vater versuchte, einfach die Sprache zu lernen, in verschiedene Buchhandlungen ging. Und da entdeckte er eine Publikation der Situationisten, in der es um Stadt ging, im Prinzip um Stadt, um Stadtpolitik. Ihr Vater war Architekt und schrieb Guy Debord einen Brief. Und Städteplaner. Und Städteplaner. Das war seine Spezialität. Genau. Und Guy Debord sagte ihm,
überspitzt gesagt, komm vorbei, mach mit. Ja. Und dann gründete ihr Vater zusammen mit Rauf van Eygen, der von ihrer Mutter irgendwo an der Universität rekrutiert wurde, oder übernahm vielmehr das Büro für einen unitären Urbanismus. Was hat er da getan? Was hat er für die Situationisten getan? Was war so sein Steckenpferd? Genau. Ich habe letzte Woche das nachgeschaut, mich ein bisschen vorbereitet. Dieser Ausdruck kam nicht von denen, das kam von einem Dichter aus den 50er Jahren, Constant, ein holländischer Chaot, würden wir heute sagen, aber ein genialer Chaot. Das ist ein schweres Thema. Aber soweit ich verstehe, dieser Ausdruck unitäre Urbanismus, das ist ein sehr wichtiger Ausdruck. Aus der ganzen Ding wurde nichts als solche. Wir wissen also, aus dem Büro der unitären Urbanismus in Brüssel, den mein Vater hätte leiten müssen, ist nichts geworden. Papa war ein Denker und keine Händler. Das traf auf die meisten Situationisten zu. Sie waren Denker. Also so im Unterschied zu der jetzigen Gruppe Constant, den Sie erwähnt haben, hat wahnsinnig interessante Pläne über Jahre verfolgt für New Babylon, eine Stadt, Utopie einer Stadt, die er entworfen hat. Und in dem Moment, wo er aber anfing, Sachen tatsächlich umsetzen zu wollen, fiel das nicht unbedingt auf Gegenliebe bei Debord. Und im Prinzip hat Constant sich verabschiedet. Und ihr Vater und Debord kamen ja letztlich auch nicht zusammen. Aber er schrieb unter anderem mit Rauf van Eygen dieses Elementarprogramm des Büros für einen unitären Urbanismus, wo sich großartige Sätze finden. Unter anderem: die Entwicklung des städtischen Milieus ist die kapitalistische Dressur des Raumes. Das muss man nachwirken lassen. Dressur des Raumes. Ja, Dressur des Raumes. Großartig. Starker Ausdruck, er sagt, ich gucke gerade Dennis an, der Verkehr ist die Organisation der Isolation aller und insofern das Hauptproblem der modernen Städte. Er ist das Gegenteil der Begegnung, nämlich die Absorption der für Begegnung oder sonst eine Art von Beteiligung verfügbaren Energien. Wir sprechen gleich darüber, wie Dennis versucht, mit dem Volksentscheid Fahrrad dem etwas entgegenzuwirken. Aber die Situationisten wären jetzt nicht diejenigen gewesen, die gesagt hätten, wir engagieren uns irgendwo in der Stadtpolitik ganz, ganz konkret, sondern letztlich waren es Künstler, Dichter, Denker, die Dinge formuliert haben, in den Raum geworfen haben. Und es ging nicht darum, Initiativen zu gründen, die irgendwo in der Town Hall. Das vorige Bild, das wird oft gezeigt, das ist schon Folklore, mit Wandmalerei. Wand, das. Graffiti. Ich habe eben vor einer Woche erfahren, das hat Debord in 1952 in betrunkenem Zustand auf der Wand gekritzelt, in der Nacht. Er war sehr jung, er war nicht einmal 20, glaube ich. Ja. Das hat dann jemand fotografiert und daraus Postkarten gemacht. Und das verkauft. Ja. Debord hat dagegen protestiert. Es war nicht so gemeint. Okay. Wir müssen es aber das kurz wurde aufgegriffen. Debord war gegen arbeiten. Es ist nicht so. Ja. An der Seite bedeutet, arbeiten Sie niemals oder niemals arbeiten. Und arbeitet unten niemand, drunter steht der überflüssige Ratschlag. Ich kann ja mal in die Runde so einen kleinen Vorgriff wagen, das, was ihr macht mit euren jeweiligen Initiativen Aber das ist eine poetische Aktion. Ja, okay? Graffiti. Dieser Satz ist ein poetischer Satz. Es ist ein, also ich würde sagen, was du gesagt hast, dass es waren Künstler und Denker und nicht als solche Aktivisten, wie wir das heute verstehen. Genau. Jetzt darf ich einmal... das würde ich tatsächlich gerne mal fragen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen, weil es mich interessiert, weil wir mal schauen wollen, wie unterscheidet sich sozusagen die Herangehensweise von Leuten unserer Generation zu dieser Avantgarde damals. Und ich habe gehört, Debord hat tatsächlich mit seiner Freundin unter sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt, weil er das einfach doch ernst genommen hat, keiner Lohnarbeit nachzugehen. Bohème. Würdet ihr das, was ihr mit euren jeweiligen Gruppen tut und umsetzt, als Arbeit bezeichnen?
Ich muss sagen, ja, auf jeden Fall. Es ist oft keine Lohnarbeit oder so. Es ist schon quasi aktivistische Arbeit. Aber Arbeit ist es doch. Es geht ja darum, das, was ich mit diesen anderen Begriffen da verbindet, also dieses Überkleistern des Stadtraums, so ein bisschen dem was entgegenzusetzen und eben auch der Normalisierung von einer Erinnerung, die wir eben für fragwürdig halten. Aber da steckt viel Arbeit drin, denn um das so ein bisschen zu entblättern, was sich da an Schichten von teils fragwürdiger Erinnerung so abgelagert hat in Berlin, muss man eben tatsächlich forschen. Ja. Und dann nicht nur das, sondern es geht dann eben auch darum, diese anderen Perspektiven an die Frau, an den Mann zu bringen, auf verschiedene Arten und Weisen. Und das, finde ich, ist schon auch Arbeit. Genau, das ist eure... wie heißt du nochmal? Quissi. Quissi heiße ich. Quissi. Quissi. Genau. Quissi, danke. Okay. Schwer. Ich muss sagen, Döbor, der das geschrieben hat, war sehr fleißig. Er arbeitete Tag und Nacht. Er ging nur keiner Lohnarbeit nach, ne? Das ist der Unterschied letztlich. Okay. Also man kann Leidenschaften haben, für die man sich sehr einsetzt, und dann ist die Frage, ist das ein Job, könnte man vielleicht sagen. Nur weil wir noch nicht dazu gekommen sind, euch jetzt dezidiert vorzustellen. Euer Zugriff auf Stadt ist ja im Prinzip tatsächlich einer, der sich mit Geschichte, die sich abgelagert hat, beschäftigt. Und auch da gibt es ein schönes Zitat aus diesem Manifest, das mich sehr an eure Arbeit erinnert hat. Und zwar: die gegenwärtige Städteplanung wird mit dem unitären Urbanismus vor einer Technik zur Verteidigung der ständig bedrohten Bedingungen der Freiheit weichen. Und zwar in dem Moment, in dem die Individuen frei ihre eigene Geschichte konstruieren. Jetzt wollte ich nochmal Dennis fragen und auf jeden Fall auch nochmal Christiane: ist das Arbeit, was ihr macht, oder ist das etwas, was ihr in eurer Freizeit macht, sozusagen als Leidenschaft neben einem Brotjob? Also du hast das vielleicht schon so ein bisschen erwähnt, ne? Du hast das Wort Lohnarbeit reingebracht, und im Deutschen haben wir quasi da, also wir müssen immer sozusagen ein zusammengesetztes Substantiv nehmen: Lohnarbeit, Reproduktionsarbeit, politische Arbeit oder ähnliches. Ja, nein, es gibt andere Sprachen. Wenn ich zum Beispiel in Englischen den Unterschied zwischen Work und Labor anschaue, ja, da gibt es sozusagen diese unterschiedliche Konnotation von Arbeit. Im Französischen gibt es das, weiß ich nicht, ob es das gibt, aber es gibt... es ist eine intensive Tätigkeit, würde ich sagen, die eben auch viel Kraft erfordert und viel Leidenschaft erfordert. Und da bin ich im Prinzip ganz bei dir, die aber nicht zwangsläufig die Miete bezahlt. Ich glaube, bei mir ist es völlig anders, denn es ist definitiv auch Erwerbsarbeit. Ich lebe davon, oder wir haben auch als Gruppe davon gelebt, irgendwie jahrelang. Was aber nicht heißt, dass es weniger wichtig ist oder weniger das ist, was wir machen möchten. Also im Grunde gibt es da gar nicht so den großen Unterschied irgendwie zwischen Life und Work. Das Wichtige ist, dass beides halt gut ausbalanciert ist und dass man sich nicht total verausgabt. Aber ich glaube, wir haben von Anfang an versucht, irgendwie einen guten Mix zu finden, wie wir unsere Arbeit auch finanzieren können. Die Leidenschaft zum Beruf machen ist auch so ein schöner deutscher Ausdruck, oder? So einen Satz können nur die Deutschen erfinden. Jetzt wollten wir uns ein wenig mehr mit Ihnen beschäftigen. Und zwar hatte Christine ja, während wir uns unterhalten haben, dort einmal ausgewertet, was Sie uns so verraten haben über Ihre Pläne oder Ihre Vorstellung von der Stadt, wie sie jetzt ist und wie sie sein sollte. Ich übergebe mal an dich. Also ich gebe keine Garantie auf Vollständigkeit. Ich habe mir einfach mal die Zettelchen angeschaut und verrate Ihnen jetzt mal den Trick dahinter, und zwar wie folgt. Wenn wir forschen, und ich meine, das haben ja letztendlich die Situationisten auch getan, sie wollten ja forschen, sie wollten den Stadtraum forschen, es ging meistens um Ziel oder es ging um eine Negation von dem jetzigen Zustand der Gesellschaft. Also etwas, was man nicht möchte, soll nicht mehr weiterhin existieren und könnte beispielsweise in der Zukunft in etwas anderes münden. Das Interessante ist jetzt beispielsweise, wenn ich mir die Kärtchen anschaue, gibt es drei Pfade, kann man sagen. Einmal, wenn ich danach frage, wie wird Berlin in 20 Jahren aussehen, denke ich erstmal an den Trend. Also wie wird es wirklich aussehen unter den jetzigen Rahmenbedingungen? Da haben sich mittlerweile schon Wünsche rein
gruppiert in ihre Aussagen, so würde ich sie werten, oder sie glauben tatsächlich, dass es so sein wird, das weiß ich nicht, das müsste ich beispielsweise noch nachfragen. Eine wäre zum Beispiel, wie sieht das aus, da ist so ein bisschen der wachsende Stadtcharakter dabei, überfüllt, chaotisch, smart, tarifloser öffentlicher Verkehr, also jetzt ist die Frage, ist es der Trend oder ist es ein Wunsch? Könnte man jetzt nochmal nachfragen. Auffällig war in der Idee, wie sieht idealerweise Berlin aus, ich glaube, das war klarer, weil da ging es auch um die Wünsche und zwar die menschlichen Bedürfnisse, die Sie auch schildern. Da war ganz klar, und das hat natürlich auch was mit dem Publikum und der Zusammensetzung zu tun, da war ganz viel Grün, ganz viel fahrradfreundlich, weniger Autos und vor allem auch so ein, was man ja auch immer in der Stadt noch erkennt, das Recht auf Stadtprinzip von Henri Lefebvre, also dass der Zugang zu Öffentlichkeit, zu Wohnraum bereitgestellt ist, das ist eine Vision. Also eine Vision, die nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem Trend, der jetzt gerade vorherrscht. Das heißt, hier klafft etwas dazwischen und die Frage ist ja letztendlich, wie kommen wir zu der Vision, zu der Idee und welchen Weg könnten wir dorthin gehen? Wie kann man beispielsweise Stadt verändern? Ist es politisch? Ist es durch Intervention? Ist es performativ? Und so weiter. Die letzte Frage, die ich gestellt habe, war auch mehr oder minder etwas, ja, das sollte in die Richtung Utopie gehen. Und da ist ja immer die Frage, können wir eigentlich heute in der Gesellschaft überhaupt noch Utopie denken? Denken wir nicht eher in etwas, was wir nicht haben wollen? Gibt es noch sowas wie Utopien? Und da müsste man nochmal überlegen, wie Utopien überhaupt definiert sind. Und interessant ist schon, dass es auch innerhalb der Gesellschaft oder der Entwicklung auch eine Veränderung von Utopien und Visionen gab. Eine Utopie ist eigentlich etwas oder entstand, als es damals, dass man Gesellschaften oder Gesellschaftssysteme miteinander verglichen hat und einfach auch so eine Konkurrenzsituation hatte. Heute ist, wenn man zum Beispiel fragt, was macht für Sie eine ideale Stadt aus? Also da geht es um Werte, aber es geht auch um das Materielle. Da steht eigentlich fast das, was man auch unter Vision bezeichnen könnte. Also etwas, ich wünsche mir Freiräume, ich wünsche mir Beteiligung. Also ist das schon die Utopie geworden, Fragezeichen? Also oder sowas wie kollektive Innovation, Gemeinschaft. Und das sind eigentlich wesentliche Grundbedürfnisse des Menschen, die eigentlich etwas hier zu suchen hätten, beim Alltag des Menschen. Und wie dringt sozusagen dieser Alltag der Menschen wieder zu dieser Interessensmacht-Normgesellschaft durch und bleibt keine Utopie, sondern wird etwas, was wieder begreifbar wird. Wir sprechen nicht von großen Gesellschaftsentwürfen, sondern sind eigentlich schlichtweg menschliche Bedürfnisse. Und das ist schon immer interessant, dass so etwas dargestellt wird. Hier oben haben wir die Gesellschaft, also der technologische Wandel, der ja ganz vieles auch mitdenkt, also sowas. Und die Wirtschaftlichkeit, das Spektakel. Die Frage, wir aus dem Alltag der Menschen, wie kommen wir überhaupt da noch ran? Und ich denke, da gebe ich dann auch wieder zurück. Das war ja das Anliegen von den Situationisten, zu überlegen, mit welchen Methoden oder Ideen können wir den Alltag wieder spürbar werden lassen? Also was, wie kann ich überhaupt meine Bedürfnisse verstehen und wie kann ich sozusagen dieser Funktionalität dieser Politik oder der gesellschaftlichen Entwicklung des Kapitalismus entfliehen und wieder klarer werden und vielleicht die Utopie auch zur Vision zu werden und den Weg zu finden, wie man es verändern kann. Vielen Dank dir. Das war sehr einsichtreich, auch ein bisschen traurig in der Auswertung. Aber darf ich noch was dazu sagen? Nee, überhaupt nicht. Dann habe ich was Positives vergessen, weil das war gar das passiert keine, leicht mal. Nein, ich finde... und das war gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil in dem Ganzen, also sich bewusst zu werden, was man eigentlich möchte oder wo man hin möchte, ist ja das Potenzial. Das ist ja die Ressource, woraus eigentlich jeder schöpft und die Motivation. Und jetzt vielleicht noch ein kleiner Schlenker zu Ernst Bloch. Er hat ja immer davon gesprochen, Prinzip Hoffnung. Die Wünsche, also diese Utopie, die vielleicht gesellschaftlich gedacht gar nicht so jetzt existiert, aber Ernst Bloch meinte, und es gibt das komischerweise jetzt gerade wieder überall in den Buchhandlungen zu kaufen, der meinte ja, die Utopie sei verankert in dem, wie wir Wünsche äußern und wie wir hoffen. Also, dass es immer eine konkrete Utopie gibt und genau das wäre das Schlusswort. Hier erkennt man die konkrete Utopie und die Frage ist jetzt trotzdem, wie verändert man sie? Die Frage bis dorthin. Genau. Vielen Dank dir.
Die Frage würde ich an Dennis Petri direkt weitergeben. Und ich möchte mich nochmal auch erkenntlich zeigen oder bedanken dafür, dass du deine künstlerischen Talente eingesetzt hast, denn auf dem Weg zur Smart City hat auch das HKW noch ein wenig was zu lernen. Aber diese Flipcharts hast du großartig gestaltet. Dankeschön. Dennis, es muss vielleicht Leute, die in kleineren Städten wohnen, und ich merke gerade, wir haben vergessen, über den Allmende-Kontor zu sprechen, das tun wir gleich, verwundern, dass gerade in Berlin das Thema Verkehr einfach irgendwie eins ist, was mittlerweile wirklich sehr, sehr ernst diskutiert wird, was viele Menschen bewegt und was dann auch offensichtlich sich niederschlägt, wenn man fragt, wie soll die Stadt in 20 Jahren aussehen, wie sieht die ideale Stadt aus? Das berührt hier einfach nochmal ganz andere Grundbedürfnisse als in vielleicht kleineren Städten oder auch Dörfern. Magst du erzählen, du bist von einem Verein Changing Cities e.V., der sich unter anderem mit dem Volksentscheid Fahrrad beschäftigt, beziehungsweise diesen initiiert hat. Und gleichzeitig gibt es noch eine zweite Initiative aus einem anderen Feld, die er ins Leben gerufen hat, über die wir auch noch reden sollten. Aber vielleicht tatsächlich erstmal anknüpfend an dieses Thema Verkehr und Fahrrad und Freiraum in der Stadt. Mich würde interessieren, ob es so ein Bild mit den Situationisten jemals gegeben hätte wie hier. Ich fürchte nicht, also nicht ohne Weinflaschen. Ich fürchte nicht, genau. Ich mache jetzt so ein bisschen, gehe auch noch mal ein bisschen auf die Bilder ein. Das war sozusagen unser Ankommen im Establishment, dieses Foto. Also im Prinzip, wenn man dieses hier sieht, zumindest auf der zweiten Ebene Interessen, Macht, Normen. Das heißt sozusagen, wir haben das irgendwie geschafft, zumindest auf dem Weg dort anzukommen. Warum das Thema Verkehr? Wir haben ja, wenn man sich die Geschichte der Stadt anschaut, und wir reden ja hier über das Städtische auch sehr stark, haben wir ja sozusagen immer bestimmte Gesellschaftssysteme, die sich in dieser Stadt niederschlagen. Das ist auch das Verbindende zwischen werbefrei und dem Volksentscheid Fahrrad. Wir haben also sozusagen das Thema Verkehr, wie es organisiert wird, das strukturiert Stadt, das strukturiert Straßen zum Beispiel. Die Straßen, wie wir sie haben, die sind ja Ausdruck im Prinzip der Herstellung von Mobilität auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und diese Art und Weise, wie wir Mobilität herstellen, die ist heutzutage eigentlich aus ganz verschiedenen Gründen nicht mehr sinnvoll, jedenfalls solange sie auf dem privaten Automobil beruht. Das private Automobil verbraucht unglaublich viel Platz. Es zerstört Menschenleben in großer Maße. Ich finde diesen Satz, den du vorgelesen hast, sehr schön. Es ist eine Art von Vereinzelung ist es vielleicht sozusagen Ausdruck und aber auch Mittel sozusagen einer gesellschaftlichen Vereinzelung, die wir haben. Ich meine, diese Automobile sind meistens mit einer Person belegt. Und sozusagen da ranzukommen, das Thema zu knacken aus klimapolitischen, aber auch aus Gründen der Lebensqualität, da sind wir angetreten und da war das Fahrrad tatsächlich eines der Mittel, weil es sozusagen als Artefakt eine ganz eigene Form von Identifikation aufweist nochmal. Ja. Also wenn wir uns jetzt hingesetzt hätten und sagen, wir machen einen Busvolksentscheid, ja, dann hätte man sozusagen niemals diese Möglichkeit gehabt, dieses Artefakt, das sozusagen einerseits freiheits- und individuell besetzt ist und andererseits aber auch vom Platz her und Spaß macht, quasi so mit zu benutzen, um eine Verkehrswende zumindest anzufangen zu initiieren. Jetzt habt ihr verschiedene Aktionen gestartet, sehr, sehr viele mittlerweile. Euch gibt es seit? Angefangen haben wir Ende 2015, also vor ungefähr 3 Jahren, was auch zeigt, dass man auch als heute als Aktivist sozusagen dicke Bretter zu bohren hat und das auch immer noch macht. Vielleicht, du hast gerade das nächste Bild aufgerufen. Ich habe ein Aufstehen aus dem Publikum gehört, als ich es aufgerufen habe. Das ist schon einfach, ohne darüber was zu wissen, wenn man nur das Bild sieht, eine krasse Aktion. Ja, also will vielleicht jemand aus dem Publikum kurz sagen, was er oder sie da sieht? Vielleicht irgendjemand, der jetzt quasi nicht wegen mir hier ist. Da hinten haben wir eine Meldung. Ja, also wir. Genau, also die Aktion war im Sommer. Die haben wir in Kooperation gemacht mit anderen Organisationen und das war
vielleicht gerade mal ganz kurz eins zurück. Das war, da ging es nicht nur um Radfahrende, sondern es ging um Verkehrstote insgesamt. Also wir haben sozusagen diesen Straßenraum, der sehr für den Individualverkehr gemacht ist, haben wir eigentlich dadurch demaskiert und haben gezeigt, was sonst noch da passiert. Dinge, die man sonst eigentlich nicht sieht, weil sonst kriegt man immer nur einmal im Jahr eine Unfallstatistik. Da steht dann eine Zahl, so und so viele Menschen sind getötet worden, so und so viele Menschen sind schwer verletzt worden. Aber dass wir uns eigentlich ein System leisten, das massenhaft Tote produziert und die man dann an einer Stelle mal symbolisch darstellt, das war sozusagen das maskierende Element. Und das Ganze vom BMVI zu machen, wo das Ganze organisiert wird, hatte damit auch nochmal einen räumlichen Bezug. Eigentlich müsste man vor diesem BMVI auch mal ein Denkmal aufstellen, ein Mahnmal, zentrales Mahnmal für die im Straßenverkehr Getöteten. Man hat das ja auch für das Ehrenmal für die Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel, das ist ja ein Verteidigungsministerium, und so ein Mahnmal für die im Straßenverkehr Getöteten, den müsste man auch dorthin machen, wo man dieses System quasi organisiert. Jetzt muss ich mal nachfragen, bei den Soldatinnen und Soldaten ist es ja relativ klar, für wen die zu Tode kommen, oder zumindest gibt es da einfach irgendwie ein allgemeines Bewusstsein dafür, für wen kommen diese Radfahrer zu Tode, dass man ihnen ein Mahnmal errichten müsste, was ähnlich gelagert ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Naja, ist natürlich die Frage, ne? Wofür kommen die Soldatinnen zu Tode? Also die Soldatinnen kommen ja deswegen zu Tode, weil es eine wie auch immer geartete und wie auch immer organisierte gesellschaftliche Entscheidung gegeben hat, diese Soldaten dorthin zu schicken, um das zu tun, was sie dort tun sollen. Genauso gibt es eine gesellschaftliche Entscheidung dafür, und die wird eben im BMVI verwaltet, den Straßenverkehr so zu organisieren, wie man ihn organisiert, der eben dann dafür. Das ist sozusagen kein bewusstes Zu-Tode-Kommen. Man schickt ja auch Soldaten das irgendwo hin, damit sie für etwas sterben. Man schickt Soldaten irgendwo hin, damit sie für etwas töten, aber nicht damit sie für etwas sterben. Und beim Straßenverkehr, den organisiert man halt, um bestimmte andere gesellschaftliche Systeme zu stützen. Und das ist sozusagen ein Ort der Verantwortlichkeit, wo man dann im Prinzip diesen Menschen, die sozusagen aufgrund dieser gesellschaftlichen Entscheidung zu Tode kommen, eigentlich auch ein Denkmal setzen müsste. Vielleicht machen wir ein Bild weiter, weil es gibt dieses selber Denkmal setzen auch noch. Ich glaube, wir merken auch gerade, dass das, wenn du von dicken Brettern sprichst, das ist natürlich, wenn du diese Perspektive sozusagen zur Dominierenden machen möchtest, ist das ein Bewusstwerdungsprozess, der wahrscheinlich auch einfach sehr krasse Aktionen erfordert oder für den ihr dann wahrscheinlich auch entsprechend nicht nur positives Feedback bekommt, sondern kritisches. Wie ist das? Also gibt es da Leute, die sich melden und sagen, das ist zu krass oder ich weiß nicht, das kommt von zu sehr links und wir brauchen aber den Lieferverkehr und wir brauchen aber so und so breite Straßen? Oder wie ist so allgemein die Reaktion auf solche öffentlichen Aktionen, die ihr macht? Wir haben ja jetzt hier Bilder im Wesentlichen ausgewählt, die sich mit dem Thema Tod im Straßenverkehr beschäftigen. Das ist eine Aktionsform, die wir regelmäßig machen, wenn in Berlin Radfahrerinnen und Radfahrer getötet werden im Straßenverkehr. Auch in anderen Städten wird das inzwischen gemacht. Das ist eine Mahnwache auf der Straße, und dort setzen wir im Prinzip der getöteten Person auch immer relativ schnell oder gleich dann bei dieser Aktion ein Denkmal in Form dieser weißen Fahrräder. Das ist sozusagen eine Veränderung des Raums. Es gibt verschiedene Ansätze, die wir gemacht haben. Es gibt einmal diese sozusagen demaskierenden Aktionen, um Leute aus der Anonymität der Statistik zu holen. Es gibt aber auch ganz viele positive Visionen, die wir in anderen Aktionen transportieren. Also die Rückmeldung ist eigentlich durchweg positiv darauf, und wenn man jetzt gerade dieses Thema Verkehrssicherheit nimmt, haben wir es auch geschafft, in Berlin dieses Thema im Prinzip sehr weit oben auf die Tagesordnung zu setzen damit. Also es ist sozusagen eine sehr starke Aktionsform. Wir haben an manchen Stellen Rückmeldungen bekommen, dass wir da Menschen, die getötet wurden, instrumentalisieren würden, aber eigentlich ist es doch genau andersrum. Ja, die Situation, wie sie ist, instrumentalisiert eigentlich uns, die wir empfinden, dass wir was dagegen tun müssen. Also so rum würde ich das eher sehen. Christoph, du hattest eine, nimmst du das Mikro? Eine kleine Frage. Könnte man sagen, dass es mehr Menschen seit dem Zweiten Weltkrieg an Verkehrsunfall gestorben ist, als im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, oder als im Vietnamkrieg? Könnte man so einen sehr anschaulichen Vergleich ausarbeiten, ist meine Frage. Also man könnte das tatsächlich ausarbeiten. Wir haben in der Bundesrepublik seit 1950 sind ungefähr 700.000 Menschen
im Straßenverkehr getötet worden. Seit wann? Seit 1950 in der Bundesrepublik. 700.000 ungefähr. Nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Nur der kleine Deutschland. Genau, das ist ungefähr die Bevölkerung. Ich finde immer sozusagen, der Zweite Weltkrieg ist immer sozusagen ein sehr schwieriger Bezugspunkt, aber man kann immer so vergleichen, wie ist das denn, was bedeutet das denn? Und man könnte sagen, 700.000, das ist ungefähr die Größe, die Menge der Menschen, die in einer Stadt wie Frankfurt am Main leben. Ja, also in den letzten 70 Jahren ist einmal Frankfurt am Main an Leben ausgelöscht worden im Straßenverkehr. Weltweit haben wir jedes Jahr ungefähr 1,2 Millionen Getötete im Straßenverkehr. 1,2 Millionen, das ist ungefähr die Bevölkerung einer Stadt wie München, die jedes Jahr getötet wird. Die meiste in Deutschland? Nein, weltweit. Jährlich? Weltweit jährlich 1,2 Millionen Menschen. Also wir kommen hin. Der Zweite Weltkrieg waren 50 Millionen, also seit 50 Jahren sind es mehr als das. Ja, wobei ich da würde ich sozusagen die Intentionalität einfach anders sehen. Deswegen würde ich diesen Vergleich, ich finde es schwer, das aufzumachen, weil wir sozusagen ja, im Krieg haben wir sozusagen eine andere Intentionalität, die dahinter steckt. Die Frage ist, und ich glaube, das macht man besser mit so, man kann auch sagen, in Berlin werden zum Beispiel jedes Jahr ungefähr 50 Menschen im Straßenverkehr getötet. Das ist ungefähr die Bevölkerung eines so Altbauhauses. Also man stelle sich einfach mal vor, innerhalb von einem Jahr verschwinden alle Nachbarn. Alle weg, einfach weg. So, das ist sozusagen eine Sache, die ist der Lebenswirklichkeit viel näher, glaube ich, deswegen arbeite ich lieber mit solchen Vergleichen. Das ist also das eine Thema, was ihr hier in Berlin mit vereinten Kräften und solchen Aktionen versucht zu lancieren, bisher wirklich sehr erfolgreich. Ihr stößt da nicht nur auf großes Medieninteresse, sondern wie man da schon sieht, es gibt ja auch viele Leute, die da halt einfach sich selber beteiligen, weil es ihnen selber ein Bedürfnis ist. Und es gibt aber eine zweite Initiative, die ihr gerade ins Leben gerufen habt, von Changing Cities Berlin werbefrei. Ich fand sie beide tatsächlich im situationistischen Kontext einfach sehr passend, habe mich aber gefragt, wenn man sich erst mit so etwas ja tatsächlich auch traurigem und schockierendem wie Verkehrstoten beschäftigt und überlegt, wie man das ins öffentliche Bewusstsein rückt, wie kommt man dann sozusagen unter dem Dach derselben Initiative auf dieses zweite Thema Werbung im Stadtraum? Also wir sind ja nicht nur als, also der Volksentscheid Fahrrad ist ja nicht nur über das Thema Verkehrstote definiert, sondern das Ziel ist doch letzten Endes, dass man eine, dass man das Verkehrssystem der Stadt umstellt hin zu, ich sage mal, einem effizienteren Verkehrssystem. Das ist das politische Ziel. Also ein System, das mit dem vorhandenen Raum in der Ebene einen Großteil oder mehr Menschen und Güter transportieren kann als jetzt. Und dazu brauchen wir flächeneffizientere Verkehrsmittel. Das ist im Prinzip der Kern dessen, wo wir ansetzen. Und das flächenineffizienteste Verkehrsmittel, ich komme gleich zu der Verbindung, ist das private Automobil. So, und wenn man jetzt das mal weiterdenkt, ist, nirgendwo in Deutschland darf man einen privaten Gegenstand einfach auf der Straße abstellen, ja, außer ein Automobil. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen die Autoindustrie, ja, vermittelt durch den privaten Automobilbesitz, privatisiert die ganze Ebene. Und jetzt kommt sozusagen die Verbindung zu werbefrei. Ja. Die Vertikale, das, was wir sehen, ist genauso privatisiert. Das ist sozusagen, wir haben also überall diese Werbeflächen, das sind jetzt zum Beispiel Vorher-Nachher-Bilder von einem Haus, das eingerüstet ist. Es gibt noch weitere, vielleicht hier haben wir vor der Thomaskirche eine Werbetafel. Wir haben sozusagen, also die Beherrschung dessen, was wir sehen, ist ja sozusagen auch determiniert ja auch, was wir uns künftig vorstellen können. Und das haben wir tatsächlich sowohl in der Senkrechten mit der Werbung als auch in der Waagerechten mit dem privat vermittelten Autoverkehr. Und wenn einem das erstmal aufgefallen ist, das Spannende ist, das ist vollkommen normal für uns. Ja. Niemand sieht Werbung, niemand sieht Autos, bis es einem einmal aufgefallen ist. Ja. Und dann fängt man irgendwie an, das zu registrieren. Also, und da, glaube ich, den Blick auf die Stadt wieder zu befreien oder anders zu ermöglichen, ja, ermöglicht uns eigentlich auch am Ende eine andere Zukunft vorzustellen. Vielleicht abschließende Frage. Wir wollen das Ganze ja auch ein wenig empowernd und aktivistisch gestalten, sodass Sie, wenn Sie hier rausgehen, zumindest das positive Gefühl haben, dass es in der Stadt noch andere Menschen gibt, die sich für irgendetwas engagieren. Wer seid ihr? Also was habt ihr sonst so für Berufe und Expertisen? Und kann man bei euch mitmachen?
Wer wir sind eigentlich eine ziemlich große Gruppe, immer so ein bisschen fluktuierend. Ich würde sagen, seit Beginn bis jetzt waren bestimmt 500, 600, 700 Menschen relativ intensiv aktiv bei der Initiative Volksentscheid Fahrrad und auch bei Berlin Werbefrei, und also unter dem Dach von Changing Cities. Wir arbeiten letzten Endes in verschiedenen Teams und Gruppen, zum Beispiel die Initiative Berlin Werbefrei arbeitet sozusagen im Wesentlichen das Thema Werbefrei. Dann haben wir sehr viele im Moment Leute, die sich mit dem Thema Verkehr beschäftigen, weiterhin. Ja, klar kann man bei uns mitmachen. Also wir haben immer am zweiten und vierten Donnerstag des Monats gibt es ein offenes Treffen. Da sind immer alle herzlich willkommen. Termine gibt es auf den Webseiten. Also kommt vorbei. Als Gruppe sind wir, das muss man tatsächlich sagen, sind wir, was machen wir sonst so? Sehr unterschiedlich. Man muss schon zugeben, dass wir sozusagen sehr stark auch aus einer akademischen Prägung rauskommen und arbeiten immer wieder aber auch uns dran ab, dass wir uns sozusagen sowohl in alle Richtungen versuchen zu diversifizieren. Schicken Sie Ihren Lebenslauf. Kommen Sie einfach vorbei. Kommen Sie einfach vorbei, genau. Chrissy, wir sprachen gerade über Dinge, die man sich im Stadtraum erstmal bewusst machen muss. Das ist im Prinzip ja auch etwas, was die Situationisten versucht haben, in Techniken zu übersetzen, mit Derif zum Beispiel. Ihr macht ja unter anderem von eurer Initiative aus diesem Grund auch Stadtspaziergänge, die aber geführt sind. Ihr macht auch ganz viele andere Sachen. Was sind die Dinge, die ihr versucht, den anderen Berlinerinnen und Berlinern in ihrem Stadtraum bewusst zu machen? Es geht eigentlich auch, wie du gerade beschrieben hast, ne, um eine Aufladung der Stadt. Es geht darum, Menschen darauf hinzuweisen, dass ihr Alltag, das Stadtbild, aber auch der Alltag aufgeladen ist mit kolonialen Kontinuitäten. Also unser Argument ist, diese Kolonialgeschichte ist nicht was, was irgendwann vor langer Zeit passiert ist und jetzt vorbei ist, sondern unser Alltag und eben auch die Stadt Berlin ist bis heute ganz tief davon geprägt. Man muss aber eben erstmal einmal hinschauen und vielleicht darauf gestoßen werden, wie tief diese Prägekraft ist in unserem Alltag, in unserer Politik, in unserem Wirtschaften, in dem, was wir konsumieren, in unserem Selbstverständnis, in unserem Weltverständnis. Und wir denken, dass eben der Alltag der Stadt, die uns umgibt, eine Gelegenheit ist, einen neuen Blick darauf werfen zu können. Und deswegen machen wir diese Arbeit. Also das sieht man hier ja auch. Da geht es einfach darum, zu zeigen, wie verschiedene Schichten von Geschichte eingeschrieben sind in die Stadt. Da gibt es in der Mitte diesen Zeitstrahl, den man jetzt nicht so genau erkennen kann. Aber man sieht da einmal die Zeit der Versklavung, dann einmal die Zeit des Kolonialismus und dann einmal die Zeit des Naziregimes. Wenn man alle Pfeile da eintragen wollte, wo das jetzt überall in der Stadt ist, dann wird alles voll mit Pfeilen. Also es gibt da natürlich noch viel, viel mehr, als da jetzt versinnbildlicht ist. Es geht also darum zu zeigen, das ist eine jahrhundertelange Geschichte und es ist eben auch eine Gegenwart. Ich spreche von der alltäglichen Gegenwart der kolonialen Vergangenheit. Und was wir erleben ist, wenn man einmal Menschen dazu einlädt, darauf so zu schauen, dann ist es auch etwas, was man nicht mehr ungesehen machen kann. Vielleicht magst du, denn ich glaube, man muss Sachen wirklich zeigen. Das ist im Prinzip das, was ihr im Stadtraum auf verschiedenste Weise tut. Ihr zeigt Dinge, die man ansonsten auch, weil man gar nicht das historische Hintergrundwissen hat, was Teil des Problems ist, erkennen kann. Du hast die Präsentation mit erstellt. Genau, wir fliegen einfach da direkt mal rein, hier ins afrikanische Viertel. Also ein Ort, wo sich ganz viele Schichten deutscher Geschichte, Kolonialgeschichte, Nazi-Geschichte und übrigens auch Nazi-Propaganda bis heute im Stadtbild gehalten haben. Im Wedding. Im Wedding ist das, genau. Hier sieht man einfach mal alle Straßen im afrikanischen Viertel markiert, die koloniale Bezüge haben. Das sind nicht wenige. In Schwarz sind das hier Straßen mit Ortsnamen, wo wir sagen, dass, also Kameruner Straße, das sollte durchaus so bleiben. Es wäre aber wichtig zu erfahren, seit wann und warum das so heißt, nämlich seit der Zeit, als Kamerun von Deutschland besetzt und aus Berliner Perspektive Teil des Deutschen Reiches war. Man
muss ich das ja auch überlegen. Du sagtest, du hättest gerne vor dem Verkehrsministerium ein Mahnmal für die Menschen, die im Verkehr eben umgekommen sind. Letztlich, wenn man sich überlegt, was Straßenschilder oder die Benennung von Straßenschildern eigentlich ist, das ist ja im Prinzip so eine Art von Leistungsanerkennung, von Mahnmal. Genau, es ist in Berlin tatsächlich auch qua Gesetz eine Ehrung. Also Straßennamen, klar, das orientiert uns im Raum, aber auch in der Zeit. Wir werden eingeladen, sozusagen Menschen zu erinnern, die in Berlin sozusagen für wirklich ehrenwert gehalten werden. Und deswegen sind da auch drei Straßen rot markiert. Das sind eben die Straßen, die in dem Viertel, es gibt noch viele andere mehr in Berlin, Menschen ehren, die Kolonialverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben und von denen wir deswegen sagen, dass sie eben diese Ehrung nicht verdienen. Es ist ja so, wenn man sagt, ja, Stadtraum, da erinnern wir uns alle, dann ist es ja auch so, dass es ein Abbild der Gemeinschaft ist und des Selbstbildes und eben auch des Geschichtsverständnisses. Jetzt sagen wir, es gibt eben Menschen in dieser Stadt, die einen ganz direkten Bezug zu diesen Geschichten haben, deren Familien vertrieben wurden, ermordet wurden, tatsächlich von diesen Personen. Und da denken wir, ist eine ganz große Chance drin, das einmal zu markieren, auch darüber zu sprechen, wie gesagt, wie das bis heute fortwirkt und uns dann darüber zu unterhalten, wie kann man das dekolonisieren? Was heißt es, da einen anderen Blick drauf zu werfen? Und was passiert in der Stadt, wenn wir da ins Gespräch kommen und vor allen Dingen, wenn wir dann auch wirklich in die Veränderung kommen? Ich blätter, ach, das ist ein schönes Bild, genau. Da gibt es dann also Dinge wie diese. Ich finde das besonders reizend im Kontext mit dem Landschaftsschutz. Ganz genau, ja. Also die Dauerkolonie Togo ist ein Landschaftsschutzgebiet. Ja. Radfahren verboten, Hunde auch. Aber was man da sieht, ist eigentlich quasi Nazi-Propaganda. Ja. Denn das wurde 1939 so benannt. Und es ging eben darum, kurz vor dem Eintritt des NS-Regimes in den Krieg nochmal hier Kolonialnostalgie zu schüren, denn die Nazis haben ja gesagt, wir wollen das alles wiederhaben. Und das war auch wirklich auch ein ernst gemeintes Kriegsziel, all diese, die Schmach von Versailles dadurch zu beenden, dass die Kolonien sozusagen, die nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen waren, wieder zurückkommen sollten. Und ja, die Gegenwart dessen zeigt sich eben nicht nur in dieser Benennung, sondern auch darin, dass da nicht alle, nein, auf gar keinen Fall, aber doch einige Menschen, die dort wohnen, sich ganz klar in diese Tradition stellen, wie man an der Reichskriegsflagge sieht. Wie um, vielleicht noch einen Satz, noch, damit das nicht so nur stehen bleibt, damit, also um fair zu sein, ja, gegenüber den kleinen GärtnerInnen, seit ein paar Monaten weht hinter diesem fahrenden Mast noch eine andere Flagge, und zwar eine Gegen-Nazis-Flagge, die kennen Sie da, wo die Faust sozusagen das Hakenkreuz zerschlägt. Also man sieht ein umkämpfter Ort, aber eben ein Ort, der deutlich macht, wie aktuell sich diese Fragen stellen, denn wir haben ja jetzt auch in deutschen Parlamenten wieder Stimmen, die gerade auch diese Geschichte sehr dezidiert aus einer Perspektive sich wieder aneignen, wo wir vor ein paar Jahren noch gesagt hätten, das ist eigentlich gar nicht diskutabel. Und so hilft eben der Rückbezug darauf und das Verständnis dafür, wie das bis heute fortwirkt, denke ich auch bei einer neuen Diskussion über ganz aktuelle politische Fragen. Ich habe mich gefragt, als du mir dieses Bild gezeigt hast, ob das da schon die ganze Zeit hing oder erst seit ihr angefangen habt, diese Spaziergänge in diesem Viertel zu machen und die Geschichte der Straßennamen zu erzählen. Denn ich habe einen bei euch mitgemacht und war wirklich ein wenig erschüttert. Da kamen also tatsächlich Rentner, die ihre Hunde Gassi führten und andere Menschen mit Kinderwegen und beschimpften eure Gruppe also aufs Übelste rassistisch und sagten, dass ihr da verschwinden sollt und sie wollen die Straßennamen behalten. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum will man denn unbedingt diese Straßennamen behalten? Also ich hatte eher das Gefühl, die haben da vielleicht vorher gar kein Bewusstsein für gehabt, warum die Straße jetzt Müllerstraße heißt zum Beispiel. Dann habt ihr das geschürt und in dem Moment, wo ihr sichtbar wurdet, kam da sozusagen erst im Prinzip die Politisierung für diese Leute rein und sie haben da eine ganz krasse Abwehrhaltung. Und ich dachte mir, das kann nicht nur damit zusammenhängen, dass man dann einmal zum Einwohnermeldeamt muss und dann muss man halt irgendwie seine Adresse im Perso ändern oder so. Wie nehmt ihr das wahr? Also stimmt tatsächlich, diese Flagge wurde erst gehisst ein paar Jahre, nachdem ich da im Jahr 2003 diese Führung angefangen habe mit anderen zusammen.
Also es gibt schon diesen Backlash und das wird auch genutzt, um da zu organisieren und sozusagen eine revisionistische Version von Geschichte da zu erzählen und Leute einzuladen, da mitzumachen. Das stimmt, es gibt da eine eigene Organisation, die heißt Pro-Afrikanisches Viertel und da geht es eben darum, das quasi zu verteidigen, wie es jetzt ist. Also stimmt schon, wobei ich fairerweise sagen muss, also wir machen da nicht nur Führungen, wir gehen auf verschiedene Arten und Weisen ins Gespräch, auch mit den meistens eher älteren Herren von Berlin Postkolonial, saß ich mehrfach auf Podien im afrikanischen Viertel. Also wir bemühen uns da wirklich, die Menschen auf verschiedene Arten und Weisen zu erreichen. Gesprächsrunden im Seniorentreff, Flyer in die Briefkästen, alles mögliche, Kunstaktionen über Nacht. Und es gibt diese Anfeindungen, aber es gibt dann eben auch Situationen, wo Leute sagen, also wissen Sie, ich wohne hier seit 25 Jahren und ich möchte jetzt mal von Ihnen wissen, wann wird denn das jetzt endlich mal anders, denn es ist mir tatsächlich peinlich. Also ich will da nicht das Viertel sozusagen über einen Kamm scheren, aber ja, die Sichtbarmachung und das Thematisieren sorgt natürlich auch ein Stück weit für den Backlash und ich muss leider sagen, ich glaube tatsächlich, dass unser Aktivismus auch eine Inspiration für diesen Fahnenmast ist. Da werden immer in verschiedenen Reihenfolgen alle möglichen Fahnen gehisst, auch mal die alte Reichsflagge und so weiter. Aber Sie sehen sozusagen, was für ein Geist da sozusagen weht. Das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Ich habe im Zuge der Recherchen zu dieser Ausstellung festgestellt, dass Tools, Methoden der situationistischen Internationale durch die neue Rechte gekapert wurden, also namentlich Götz Kubitschek versucht da im Prinzip seine Mannen und Frauen muss man gar nicht unbedingt, also sind ja, vornehmlich sind es Mannen, im Prinzip mit von der situationistischen Internationale von Künstlern aus der linken Ecke ersonnenen Techniken auszustatten. Das kann einen erst erschrecken, aber vielleicht kann man sich auch mit dem Gedanken beruhigen, solange die niemals selbst gute Ideen haben, ist ja noch alles in Ordnung. Ich wollte abschließend... Das ist nett, Christoph, danke. Ich wollte, um abschließend doch noch mal so mit einer positiven Wendung daraus zu kommen, eine Erfolgsgeschichte zeigen. Die Umbenennung eines Ufers in Kreuzberg in Maya-Yim-Ufer. Genau. Das ist hier der Moment der Umbenennung. Man muss vielleicht dazu sagen, also wir haben das für ganz Berlin recherchiert und haben über 70 Straßennamen gefunden mit kolonialen Bezügen. Und damals, ganz am Anfang, waren es 13 Straßen, wo wir gesagt haben, die müssen umbenannt werden, weil sie entweder Kolonialverbrecher ehren oder eben rassistische Sprache irgendwie weiter fortschreiben und normalisieren dadurch auch. Und das war eben der erste Ort, an dem es uns gelungen ist, diesen Perspektivwechsel der Erinnerung wirklich umzusetzen. Das war nach langen Verhandlungen, viel Lobbyarbeit, Advocacy-Arbeit. In Berlin ist das Bezirkssache, also man muss da in jedem Bezirk einzeln nochmal anklopfen. Ich selber war, glaube ich, 5-mal in dieser Bezirksverordnetenversammlung in Friedrichshain-Kreuzberg, um da immer wieder zu erzählen und mich dann auch in interessante Debatten zu vertiefen. Wurde dann zum Beispiel gesagt, also die Straße war vorher benannt nach Friedrich Wilhelm von der Gröben, der im Auftrag des großen Kurfürsten das erste brandenburgische Versklavungsfort an der Küste des heutigen Ghana gebaut hat, und zwar in den 1680ern. Eine Geschichte, die, finde ich, viel zu selten thematisiert wird, auch hier in Berlin. Aber wenn man dann dorthin gegangen ist, um das dort vorzutragen, dann hatte man da eben Kontrahenten, wie zum Beispiel eine Person von der CDU mit einem wilhelminisch gestriegelten Bart, so richtig mit diesem Zwirbel. Ja. Und dann die Argumente waren dann auch sehr wilhelminisch. Da wurde zum Beispiel gesagt, der Mann war doch ein Soldat. Wie könnten wir jetzt diesen armen Soldaten entehren, der ja einfach nur Befehle ausgeführt hat? Da war meine Antwort, also ich finde, in einem deutschen Parlament zu sitzen und wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, das Argument präsentiert zu bekommen, hat jemand Befehle ausgeführt, doch ein bisschen fragwürdig. Das ist auch nicht sonderlich originell mittlerweile. Aber wir haben dann immer uns die Mühe gemacht, gesagt, okay, wir gehen mal darauf ein, haben wir mal nachgeschaut, stimmt das denn? Nein, wie viele andere Versklavungsteilnehmende hat der Herr von der Gröben nicht nur Befehle ausgeführt, sondern sogar noch in einem Vertrag, den wir dann gefunden haben, verhandelt, dass er selber eine bestimmte Anzahl von versklavten Menschen selber dort deportieren und entführen und dann eben mit eigenem Gewinn weiterverkaufen dürfte.
uns ging es um diesen Perspektivwechsel. Der Ort erinnert jetzt eben an Mai Ahim, eine ghanaisch-deutsche Poetin, Sozialwissenschaftlerin und Aktivistin, schwarze Feministin, die wichtige Impulse für die Schwarze und die Frauenbewegung in Deutschland gesetzt hat und die eben viel von dieser verschütteten Geschichte selber thematisiert hat, bis hin zu Kritik an diesen Straßennamen und die natürlich durch ihre diasporischen Bezüge zu Ghana eben uns hilft, auch sozusagen in dem Kontext zu bleiben, ja, der da vorher erinnert wurde. Was mir aber wichtig ist dabei ist, was Sie da sehen, ist nur ein Teil der Sache, um die es uns ging. Das war ein schöner Moment. Sie sehen mich da lächeln, ganz unten in der Ecke, während das da enthüllt wird. Ganz toll. Aber das reicht uns nicht aus. Es geht nicht nur darum, da einen neuen Namen anzuschrauben, sondern der Perspektivwechsel muss aus unserer Sicht auch öffentlich dokumentiert werden. Deswegen haben wir nach der Umbenennung noch ein Jahr weiter da lobbyiert und gekämpft und Geld organisiert und so weiter, um dann diese Gedenkstele aufstellen zu können, an der nämlich erklärt wird, nicht nur wie es heute heißt, sondern auch wie es früher hieß. Das ist ja ein wichtiger Teil der Sache. Es geht nicht darum, da was zu überkleistern, sondern es geht darum, sichtbar zu machen, was da vorher war und warum der Perspektivwechsel wichtig ist. Und vielleicht, um dann zu schließen, das ist nicht nur eine, das ist natürlich das ist eine symbolische Sache, kann man sagen, gut, jetzt hängt da was anderes und das wird ein bisschen erklärt, auf Deutsch und auf Englisch und bebildert, aber da tut sich noch mehr. Der Ort selber ist verändert worden durch diese Perspektivumkehr. Das ist ein Ort, an dem jetzt zum Beispiel der Geburtstag von Mai Ahim gefeiert wird. Das ist ein Ort, wo jetzt Eltern mit ihren Kindern hingehen und sagen, schaut mal, das lernt ihr nicht in der Schule, aber ich zeige euch das hier mal. Ne? Das ist ein Ort, wo Kunstaktionen stattfinden, die diese geteilte Geschichte, die Gewaltgeschichte, den Widerstand, aber auch die Vision von Befreiung da manifestieren. Also es ist wirklich gelungen, den Ort tatsächlich zu verändern, die neue Perspektive so einzuschreiben, dass sie da eben auch zu neuen Praktiken, neuen Ausdrucksformen einlädt. Und das, finde ich, zeigt das Potenzial der Dekolonisierung vom öffentlichen Raum. Vielleicht nochmal zum Thema Aktionen und so weiter und auch um die Frage zu eröffnen, ob man bei euch mitmachen kann und unter welchen Bedingungen die Möhrenstraße, da haben wir auch noch, die sind großartig. Sie kennen den Namen dieser Straße, den Originalnamen, Sie können sich vorstellen, warum das Bündnis die Colonize the City ist großartig finden würde, sie umzubenennen. Es finden jetzt schon Aktionen statt, die kann man im Prinzip auch unabgesprochen verstärken. Es gibt auch Bilder von Menschen mit Häschenkostümen und so weiter. So. Das wäre, Christoph, glaube ich, eher so eine Art Aktivismus, die Gruppe ihres Vaters gut geheißen hätte, spontan ein wenig radikal und allein. Das ist eine poetische Aktion. Es geht um die Sprache. Genau. So, da sind Sie, ich will nicht sagen aufgefordert, ich bin da ganz neutral als Vertreterin einer Kulturinstitution, aber lassen Sie sich inspirieren. Man kann bei euch vorstellig werden, seid ihr eine abgeschlossene Gruppe? Also, kann man euch schreiben? Wir sind ein Bündnis, da sind verschiedene Organisationen dran beteiligt und also Decolonize the City hat jetzt keine furchtbar regelmäßigen offenen Treffen, aber bei Interesse könnten Sie vorbeischauen auf der Website von Berlin Postkolonial und da wird dann angekündigt, wann die nächsten Treffen sind. Da finden Sie übrigens auch Material dazu, was vielleicht in Ihrer Umgebung noch der Dekolonisierung harrt. Und was ich Ihnen sagen kann aus dem Aktivismus ums Mai Ahim-Ufer ist, wenn Sie sich mal sozusagen als wirkungsvoll in der Politik erleben möchten, ist das eine wunderbare Gelegenheit. Ich weiß nämlich aus diesen Verhandlungen, dass auf der Ebene, wenn es um das Thema geht, tatsächlich jeder Brief gelesen wird. Die waren dann nämlich Teil der Argumente auf beiden Seiten. Ja? Also da könnten Sie mal nachschauen und wenn Sie da inspiriert sind, ganz direkt aktiv zu werden, könnten Sie zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder einen Brief, je nachdem wie Sie möchten, an die lokalen Verantwortlichen und uns dann eine Kopie senden. Dann wissen wir nämlich, dass Sie den Brief geschrieben haben und können uns dann in unserer Advocacy-Arbeit auch darauf beziehen.
Wenn Sie eine bisschen größere Vision brauchen, dann gibt es das auch gerade auf Stadtebene. Die Stadt diskutiert gerade, ob es nicht notwendig wäre, ein stadtweites Gedenkkonzept zu diesen Geschichten zu erarbeiten. Und auch da ist es natürlich so, es gibt da Gegenwehr. Das heißt also im Umkehrschluss, da freut sich jede Person im Abgeordnetenhaus, in der Senatsverwaltung, die dafür streitet, wenn es da aus dem Stadtraum Zuspruch gibt. Wunderbar. Vielen Dank, Chrissy. Christiane, ich hatte gerade einen Gedanken. Und zwar dachte ich, wir haben jetzt ein paar sehr ernste Themen diskutiert bei euch. Und bei eurer Gruppe hatte man immer das Gefühl, ihr wollt eigentlich nur spielen. Und jetzt ist die Frage, wollen wir eine kurze Runde Buzzwords dazwischen schieben? Wir müssen ja dann im Prinzip dann auch irgendwann so gegen Richtung noch Fragemöglichkeiten kommen. Hättest du was dagegen, wenn wir ein kurzes Spiel von ein paar Minuten einschieben? Ich habe, glaube ich, was dagegen zu sagen, dass wir nur spielen wollen oder wollten, aber wir können trotzdem die Buzzwords dazwischen schieben. Sehr gut. Ich wollte ja eigentlich auch die Kontroverse eröffnen damit, aber vielleicht spielen wir trotzdem zwischendurch. Und zwar haben wir uns das so gedacht, Buzzwords. Sie haben die Möglichkeit, mit uns einen Deriv zu veranstalten in diesem Gespräch. Das bedeutet, Sie können sich jetzt im Prinzip Schlagwörter überlegen, wie, ich weiß nicht, Revolution oder auch Rosenkohl oder was immer Ihnen einfällt und die reinrufen. Wir würden ein Wort davon aufnehmen und dann ganz wild zwei Minuten darüber diskutieren. Ich werde die Zeit stoppen, dann kommt das nächste Wort und vielleicht machen wir so ein paar Wörter durch und schauen, wohin uns die Diskussion dann führt. Ich würde sagen, gibt es Fragen dazu oder ist das System verstanden? Sie müssen einfach wild reinrufen. Gut, okay, dann würde ich sagen, Ihre ersten Einwände ab. Jetzt rufen Sie. Irgendwer? Da wird noch diskutiert. Parkraumbewirtschaftung. Parkraumbewirtschaftung, gut, okay, du warst schneller. Parkraumbewirtschaftung, ab jetzt, so ist es. Hat irgendwie so, oder vielleicht zum Thema Parkraum oder Stadt, das war jetzt kein kluges Wort, Christiane. Na doch, es gibt doch auch den Parking Day, wo die Parklücken alle anders benutzt werden zum Beispiel. Also, davon habe ich noch nichts gehört. Das ist so ein Tag im Jahr, ich habe gerade nicht im Kopf, ich glaube im September ist der. Genau, wo nämlich alle Parklücken anders aktivistisch genutzt werden. Da stellen dann Leute ihre Tische dahin und frühstücken dort oder bieten irgendwelche Spiele dort an oder legen einen Teppich aus. Und da wird nämlich dieser Platz, der sonst für private Autos genutzt wird, dann einfach privat ganz anders benutzt und die Autos müssen halt gucken, wo sie hinfahren. Also zur Parkraumbewirtschaftung fällt mir ganz spontan ein, dass ich eine aktuelle Debatte sehr bemerkenswert finde, um diese ganzen Miet- und Leihräder. Also ich wohne in Kreuzberg und was ich erlebe ist, also da liegen dann diese Räder überall rum, okay, dann wird sich darüber aufgeregt und in Berlin kann man ja schnell sozusagen mit allen möglichen Leuten ins Gespräch kommen, indem man sich einfach gemeinsam aufregt. Und das ist natürlich super, aber wenn ich dann im Laufe des Gesprächs anmerke, dass doch eigentlich all diese Räder zusammengenommen nur den Platz eines einzigen Autos wegnehmen würden, dann sorgt das für Verwunderung. Das heißt, also, du argumentierst im Prinzip in Richtung von Dennis' Initiative dann auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn es um Parkraumbewirtschaftung geht, fände ich es sehr wünschenswert, in jeder Straße einfach mal sofort einen einzigen Parkplatz umzuwidmen für Fahrräder und das dann auch so zu markieren und dann würden sich viele von diesen Diskussionen erübrigen. Weil ich in Kreuzberg wohne, erlebe ich übrigens, wie schnell das gehen kann, weil Kreuzberg ist gerade irgendwie ein Mekka für alle möglichen Filme, die da gedreht werden. Das heißt, man findet sich dann immer im Parkverbot über Nacht und das wird dann ganz wunderbar und ganz schnell sozusagen enforced. Das kenne ich aus Neukölln auch. Ja, was ich noch spannend finde zu Parkraum, ist einfach auch vielleicht nochmal auf diese spielerische Komponente zu kommen. Es gibt ja dieses Urban Hacking und da gibt es ja auch diese Form von, dass man bestimmte Zeichen, Symboliken auf den Straßenraum, auf Parkraum draufsprüht, beispielsweise ein Rollstuhl, dass man damit auch symbolisiert, wir brauchen viel mehr Plätze für diejenigen, die benachteiligt sind im Stadtraum. Und das hat ja auch so eine kurzfristige Intervention, um dann hier auch auf Nachteile oder für Beteiligte hinzuweisen. Ja, genau. Großartig. Mittlerweile irgendetwas aus Ihren Reihen? Ja, reinschreien, nicht melden, reinholen. Deutsche Wohnen enteignen.
ja. Deutsche Wohnen enteignen. Sofort. Ja, 2 Minuten ab jetzt. Jo, spannendes Thema. Auch das ist tatsächlich so ein Raumthema in der Stadt. Oder ein Grundrechte-Thema, Zugriff auf öffentliche Güter, das ist ja der öffentliche Raum. Wer hat, aber auch das Wohnen ist meiner Ansicht nach ein Grundrecht und sollte viel stärker ein öffentliches Gut und Grundrecht sein. Insofern auf jeden Fall. Ja, ich würde auch gerne anschließen. Ich bin auch sehr stadtpolitisch aktiv bei mir in Schöneberg. Ich finde es klasse, dass es diese Bewegung gibt. Das ist natürlich eine Maximalforderung, aber man muss sich damit beschäftigen. Und das ist auch eine Symbolik für das, was du meintest, um das Grundrecht Wohnen. Und wie jetzt einfach auch schon dargestellt wurde, ich meine, das umtreibt, glaube ich, jeden von hier uns in der Stadt gerade, ob wir überhaupt noch hier leben können. Und das hat ja auch was sehr Interventionistisches, kann man schon sagen, wenn man so etwas in Raum platziert. Mit einer Forderung, wo erstmal die Politik schlucken kann, aber man kann sich dem annähern. Ich finde das schon sehr spannend, was da gerade passiert und es sind auch sehr viele und ich glaube, da muss sich Deutsche Wohnen dann auch mal langsam sich warm anziehen. Okay, ein letztes Buzzword, I'm sorry, 2 Minuten, es gibt klare Regeln. Ein letztes Buzzword vielleicht, irgendjemand Brüllbedarf? Kunst statt Werbung, habe ich das richtig verstanden? Ja, Kunst statt Werbung. Sehr gut, analoges und digitales Ad-Busting. Ich bin sehr dafür und freue mich auch immer zum Beispiel, wenn ich in U-Bahn-Stationen bin, wo Kunst hängt und keine Wall-AG-Werbung die ganze Zeit hin und her fährt oder ganz oft irgendwie auf der Mitte hängen bleibt und dann schon fast künstlerisch interessant aussieht, aber so, ja, like. Ich dachte, das ist dein Thema. Mein Thema? Kunst statt Werbung, ja, wobei ich mich auch frage, wer beauftragt denn die Kunst? Wo kommt denn die Kunst her? Was ist denn Kunst überhaupt? Also, denkst du an die 2 Minuten? Ja, das war sozusagen die Frage, die ich jetzt zurückspielen wollen würde. Ja? Vorhandene Kunst. Auch da ist die Frage, wer beauftragt Kunst? Wer definiert die Kunst? Und wer zahlt, dass es dahin gehängt wird? Und wer zahlt auch die Künstler? Killerfrage, genau. Nach den Möglichkeiten. Möchte noch jemand die Möglichkeiten ohne, also ceteris paribus, ohne den Finanzaspekt oder den monetären Aspekt vielmehr diskutieren? Vielleicht Inspiration für spontane Kunstaktionen in rein theoretisch? Für mich, du weißt schon, Graffiti-Kunst ist der beste Kunst heute, ist die einzige lebendige Kunst überhaupt. Und da braucht man kein Pfennig. Okay. Und keine Erlaubnis. Okay, wunderbar. Eine erfrischende Runde. Jetzt müssen wir kurz zu unserer kleinen Kontroverse zurückkommen, denn du hast ja meine kleine Provokation direkt aufgenommen, beziehungsweise bist direkt darauf eingegangen, tatsächlich von eurem Namen auszuschließen, Invisible Playground, das klingt ein wenig mysteriös, aber eben auch nach Playground, während das hier ja tatsächlich auch Initiativen sind, denen man im Prinzip schon im Titel ansieht, dass sie eine ganz klare politische Agenda haben oder politische Zielsetzung. Die habt ihr so nicht im Prinzip, nicht wahr? Ja, ich glaube, wir haben eine bestimmte Herangehensweise, was die Stadt angeht. Und zwar, dass wir die Stadt gerne benutzen würden, eben als Spielplatz oder auch denken, dass in der Stadt irgendwie an jeder Ecke eigentlich ein Spielplatz vorhanden ist, beziehungsweise, dass man jede Stelle in der Stadt auch auf viele verschiedene Arten benutzen kann. Und das hängt natürlich wieder ganz stark irgendwie auch mit so einem freiheitlichen Gedanken zusammen. Die Stadt ist eben für alle da und nicht nur dazu da, privatisiert zu werden, dass man das Auto abstellt, dass man als Mensch nur da durchläuft, um nach Hause zu gehen oder zum nächsten Geschäft zu gehen oder Ähnliches. Ja, und deshalb... Es ist keine reine Transitzone oder ihr wollt darauf aufmerksam machen, dass man diesen Raum tatsächlich auch im situationistischen Sinne als Raum, als Inspirationsquelle, als Lebensort irgendwie sich anders erschließen kann, verstehe ich das richtig? Genau, dass man ihn sich erschließen kann und dass man natürlich auch, wenn man sich irgendwie auch als Stadtgemeinschaft wieder zusammenfindet und eben diese Vereinzelung überwinden kann,
auch gemeinsam irgendwie wieder dazu kommt, dass man auf ganz andere Arten auch zusammen denkt und zusammen irgendwie auch weiterdenken kann. Und da geht man dann auch wieder in Richtung irgendwie spekulatives Design oder auch irgendwie reale Partizipation, wenn es darum geht, wie möchten wir denn eigentlich leben, wie möchten wir eigentlich unsere Nachbarschaft gestalten. Du hast ein paar Beispiele mitgebracht, wie möchten wir unsere Nachbarschaft gestalten. Ich sehe Elche und Wölfe. Magst du was dazu sagen? Genau, also das ist ein Screenshot aus einem Spiel, was ich mit einem Kollegen und einer finnischen Gruppe zusammen in Hamburg gemacht habe. Und da ging es um eine Wolfsafari. Das heißt, wir haben erst eine Gruppe von Menschen irgendwie beigebracht, wie sie sich als Wölfe zu verhalten haben. Und dann sind sie einzeln an Stellen in der Stadt ausgesetzt worden und mussten sich dann natürlich als gute Wölfe erstmal finden, durch Heulen natürlich, bis sich dann das Rudel zusammengefunden hatte. Hast du denen beigebracht, wie man als Wolf heult? Also gibt's ja, natürlich. So ein Tutorial, wir hatten eine Stunde Training, auch irgendwie Bewegungsformen. Ja. Also natürlich mussten die nicht auf allen Vieren rumlaufen. Ne? Also so, es waren schon ganz klar menschliche Wölfe und wir wollten auch irgendwie so die Nachbarschaft nicht total verschrecken oder Ähnliches. Oder dass Leute plötzlich irgendwie eine Scherbe in der Hand haben. Das geht ja nicht. Also so, wie man sich als menschlicher Wolf verhält. Und genau, einige der Wölfe waren auch mit Handys ausgestattet, die die Location getrackt haben. Zum Beispiel hier sieht man den Wolf Luke und den Wolf John. Die sind irgendwie gerade noch nicht so richtig auf dem Weg zueinander, aber irgendwann werden sie sich finden, werden ein Wolfsrudel sein und werden dann den Elch unten finden, reißen und verspeisen. Und wie gestaltet ihr das, sodass es, also es ist ja jetzt nicht Kreuzberg, ne? Da wird es wahrscheinlich jetzt auch niemanden groß kratzen, wenn da zwei menschliche Wölfe einen Elch verspeisen nachts. Wie muss man sich das vorstellen? Wie reagiert dann so das Umfeld, das sozusagen ja nicht in diese Spiele involviert ist? Für die ist das ja im Prinzip etwas, auf das sie zufällig auf dem Nachhauseweg stoßen. Also diese Hamburger Nachbarschaft rund um das Theater Kampnagel herum war, da muss man ehrlich sein, nicht so ganz erfreut. Es fand auch am späten Abend statt, diese Wolfsafari. Und es waren auch nicht nur zwei Wölfe, also das sind halt die beiden mit den Tracking-Handys, sondern um die 15. Natürlich hört man dann irgendwie heulen, natürlich kommt es dann zu Konflikten oder zu Begegnungen, so kann man es auch sehen. Also es gab zum Beispiel auch Leute, die sich dann spontan dem Wolfsrudel angeschlossen haben. Ja. Mensch, spannende Geschichte. Führt ihr das demnächst in Berlin mal wieder auf? Oder kann man solche Sachen, wenn man das jetzt irgendwo sieht oder auf eurer Homepage sieht, kann man sowas ordern bei euch oder bestellen oder anrufen und sagen, das hätte ich gern für meine Geburtstagsparty oder für die Geburtstagsparty von der Person, die mir vielleicht feindlich gesonnen ist, als Überraschung? Also grundsätzlich kann man sich natürlich mit sämtlichen Anliegen an uns wenden. Man kann dazu sagen, dass wir nicht mehr als feste Gruppe existieren, sondern so eine Art Expertennetzwerk sind aus 6 KünstlerInnen, Wissenschaftlerinnen, DesignerInnen, die irgendwie wirklich an der Schnittstelle zwischen Kunst und Stadtraum arbeiten. Und auf unserer Website findet man aber alle Kontaktadressen, auch eine Kontaktadresse, mit der man uns alle gleichzeitig erreicht und gerne einfach Kontakt aufnehmen. Ein großer Spaß, kann ich Ihnen sagen. Wir hatten zwei Kolleginnen oder einen Kollegen und eine Kollegin von dir hier auch schon zweimal abends für bestimmte künstlerische Interventionen und man sieht dann auf einmal wirklich so unser bourgeoises, hochgebildetes, immer sehr kontrolliertes Publikum durch die Gegend rennen und um Mikrogrundstücke sich streiten, die vor uns im Eingangsbereich irgendwie markiert wurden. Ihr spielt da teilweise ja auch wirklich in diesen Settings gesellschaftliche Fragestellungen durch, sowas wie eben Mikrogrundstücke oder also beziehungsweise Grundstücksdeals oder auch Online-Dating oder sowas. Also alles in so ein paar Minuten. Und man würde sich wundern, in welchen Rollen und mit welchem Verhalten man sich dann auf einmal irgendwie begegnet, nicht wahr? Ja, das ist das Interessante, dass man im Spiel irgendwie auch so ein bisschen natürlich so diese theoretische Fassade so hinter sich lässt und irgendwie da schließe ich auch ein bisschen anders an, was Christoph gesagt hat. Also ich würde sagen, dass so Spielen an sich irgendwie sehr sinnlich ist, auch so sehr, sehr erotisch und trotzdem nicht geistesbefreit. Auch wenn man das im Moment, in dem man im Spiel ist, oft gar nicht so merkt, weil man sich da wirklich irgendwie so reinfallen lässt und ein gutes Spiel versetzt einen ja auch in so einen Flow, dass man weiterspielen möchte.
Aber man kann natürlich dann im Nachhinein reflektieren, was habe ich denn da eigentlich gespielt? Wie habe ich mich denn jetzt hier mit den Mikrogrundstücken eigentlich verhalten? Ich mache genau das Gleiche wie irgendwie die großen Immobilieninvestoren. Ja. Das war sehr lustig, dass Leute wirklich dann gesagt haben, ich verhalte mich ja jetzt wie mein Vermieter und ganz irritiert waren, weil sie es erst hinterher verstanden haben. Vielleicht noch ein Beispiel, wir schauen mal, wäre eins und dann haben wir noch einen Film. Über welches mögen wir denn? Das ist gut. Das schließt nämlich auch nochmal an die Situationisten an, beziehungsweise die Lettrist. Das ist in Paris und das ist ein Projekt, das wir zu viert aus dem Invisible Playground Netzwerk im letzten Oktober in Paris gemacht haben. Und Sie sehen da Buchstaben, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann auf dem Bild, die stehen an der Seine, mitten irgendwie in der City in Paris. Da ist nämlich so ein ganz großer Bereich verkehrsbefreit worden. Und die Bürgermeisterin von Paris hat sich gewundert, wieso denn Leute irgendwie da nicht hingehen und das nicht benutzen und hat sich gewünscht, dass dort ein Spiel entsteht. Und wir haben für die Nuit Blanche eine große Kunstnacht Anfang Oktober dieses Projekt Marie de Lettre, die Flut der Buchstaben, dorthin gesetzt. Und es gab insgesamt 42 große Buchstaben, die waren so fast 3 Meter hoch, die haben wir bauen lassen und haben auch eine App dazu entwickelt. Und in dieser App haben wir Fragen gestellt an Paris. Jede Stunde gab es eine Frage und alle, die mitgemacht haben, konnten diese Frage beantworten mit dem Buchstabenset, was es gab. Also so konnten die so reinziehen, so Drag-and-Drop-mäßig und konnten auch die Antworten bewerten. So ein bisschen so wie bei Tinder, so finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich gut, finde ich nicht gut. Und die Antwort, die den meisten Zuspruch gefunden hat, wurde dann gestellt, live mit Gabelstaplern von einem genau choreografierten Team, eine ganze Nacht lang, jede Stunde etwas anderes. Das ist die Antwort auf die Frage, beziehungsweise auf die Aufforderung, sagt etwas zu Aliens. Okay. Das könnten wir vielleicht mal für die Spree andenken. Ne? Wir würden uns sehr wünschen, dass wir das Buchstabenset auf den Tempelhof kriegen. Dankeschön für diese Überleitung, denn vielleicht wirklich zum Abschluss, ich habe vorhin etwas übergangen, was aber noch wichtig ist. Und zwar nicht nur wollten wir dich, Christoph, hier als Brücke haben in die Vergangenheit, sondern du bist ja auch in Berlin aktiv gerade. Wir haben es übrigens nicht geschafft, das so einzustellen, dass Sie nicht sehen, wie ich hier rumklicke. Sie müssen das bitte entschuldigen. Und zwar bist du ja, mach du doch, du bist da irgendwie firm. Und zwar bist du ja Mitgründer des Allmende-Kontos, der auf dem Tempelhofer Feld unter anderem die berühmten Gemeinschaftsgärten betreibt, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Du hast mir erzählt, wer kennt das nicht? Okay, ja, schau. Genau, musst einmal wieder dein Mikro benutzen, kurz. Und zwar verbindest du mit diesen Gärten eine Vision von Stadt, die relativ konkret ist, nicht wahr? Die hast du mir erzählt. Magst du uns das einmal ins Mikro vielleicht sagen? Denn das ist tatsächlich interessant, wenn du da sehr stark dran glaubst, dass sich die Dinge so entwickeln werden wie vorher. Gerne. Ich bin Mitgründer mit Elisabeth hier. Die alle sehen Elisabeth. Genau. Allmende, was heißt Allmende? Das bezieht sich auch auf die Konferenz vor 10 Jahren. PÖP heißt es. Ich empfehle das. Das war hier in Berlin eine großartige Erinnerung an 68. PÖP heißt privat, öffentlich, persönlich und politisch. Stimmt, Jole? Genau, das haben Jole und Ulrike entworfen, dieses Titel, PÖP. Also Allmende heißt ein Raum, der weder privat noch öffentlich ist. Also eine dritte Möglichkeit. Und wir wollten mit dieser Garten zeigen, dass es möglich ist und nicht nur möglich, es ist großartig. Man fühlt sich einfach, also was man in der Stadt nie fühlt, alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Okay, Fotos, genau. Wir sind sehr sexy.
alle fotografieren uns, alle Zeitungen, alle Fernsehen. Wir sehen einfach gut aus, muss man sagen. Warum? Man kann da einfach existieren, ohne etwas zu tun, ohne zu bezahlen, ohne zu konsumieren. Man kann sitzen, man ist nie allein, aber man ist nicht mit jemand unbedingt. Also das ist ein, ich würde sagen, eine Situation. Das ist ein Beispiel für eine Situation. Also geht in die Ausstellung, jetzt mal wieder der böse Junge. Die Ausstellung ist keine Situation, aber sie ist großartig. Das ist toll. Und Sie hatten... Es ist ein Show. Ein Almende ist kein Show. Es ist keine Ausstellung. Es sieht aus wie eine Ausstellung. Und du hast mir erzählt, dass die Leute sich da auch tatsächlich verhalten wie in einer Ausstellung, nicht wahr? Die Leute, die nicht mitmachen, sondern sich das nur angucken, ganz respektvoll. Genau. Und, das ist Kunst. Das ist Kunst. Was ist Kunst? Kunst ist, wie die Situs es sagten damals und versuchten das zu erklären an uns allen, die Konstruktion von Situationen in dem Rahmen von dieser. So kann man Kunst definieren. Wunderbar. Haben wir auch noch eine Definition von Kunst aus diesem Tag der Inspiration gezogen? Du hattest gesagt, dass, also im Vorgespräch, du hattest gesagt, dass du dir vorstellst, dass in 20 Jahren in Berlin wenig Verkehr ist, aber ganz viel freier, ungenutzter Raum, weil man im Prinzip diese Verkehrssituation auf irgendeine Art menschenfreundlicher gestaltet haben will, wird. Und dann, wenn diese Flächen frei werden, ist es tatsächlich so gedacht oder auch heute schon, Menschen, die so etwas einrichten wollen, so ein Almende-Konto, so ein Garten im Prinzip, können sich hilfesuchend an euch wenden, vielleicht am einfachsten das Googlen, Almende-Konto, Sie finden Kontaktadressen. Auch Sie haben sicherlich irgendwo eine Verkehrsinsel oder eine Wiese oder einen ungenutzten oder schlecht genutzten Fußballplatz und ein paar Nachbarn. Wenden Sie sich gerne an Christoph und Elisabeth bestimmt auch. Genau. Wir müssen, glaube ich, langsam, weil ich Sie alle noch in die Führung, die allerdings englischsprachig ist, um 17 Uhr weiterempfehlen möchte, zum Abschluss kommen, zur letzten Runde. Es gäbe jetzt noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Habt ihr Fragen? Oder Dennis. Antworten geben. Genau. Oder Antworten geben. Dennis, du hast eine Frage. Ich habe eine Frage. Und zwar, tatsächlich ist die Frage so ein bisschen... Fragen, ich leite die mal ein. Und zwar, ich glaube, der Begriff der Almende, der wird nicht nur jetzt sozusagen im analogen Raum, sondern oder muss auch im digitalen Raum künftig eigentlich eine ganz zentrale Rolle spielen. Commons. Man nennt es Commons so teilweise, also die digitale Almende statt der Smart City. Und das wäre meine Frage an eine beliebige Person im Publikum. Was sie sich unter dem Begriff digitale Almende vorstellen könnte. Vielleicht meldet sich jemand oder ich suche jemanden raus. Okay, dann meldet sich niemand. Dann vielleicht Sie da vorne. Ich muss, glaube ich, beschreiben. Ich glaube, ja, genau. Sie, die gerade immer, wenn Sie nicht antworten wollen, dann ist es auch okay. Christine bringt Ihnen das Mikrofon. Also dritte Reihe, vierte Reihe und dann die Person ganz links. Ja. Ne, eins weiter unten. Was hat mit sie so denn einem, an? Mit so einem grünen Schal. Okay. Digitale Almende. Naja, letztendlich ist es ja ein bisschen sowas wie vielleicht so Wikipedia oder so funktioniert. Also dass es so quasi digitale Räume gibt, die auch in so einem Gemeinschaftssinn funktionieren können oder so. Also ich finde ja Wikipedia gar nicht so schlecht, muss ich sagen, weil das halt so, also auch wenn dann so um gefährliches Halbwissen und so viel geredet wird, ist es ja trotzdem ein Ort, an dem Wissen von verschiedenen Leuten zusammenkommt und zusammengetragen wird, woraus sich so ein gemeinschaftlicher, so eine gemeinschaftliche Vorstellung von einem Wahrheitsgehalt oder so widerspiegelt. Jetzt musst du was dazu sagen. Ich muss die Antwort noch kommentieren. Ich weiß nicht. Ich finde das so eine spannende Sichtweise tatsächlich.
Die Wikipedia ist ja tatsächlich auch ein community-basiertes Produkt. Was ich so ein bisschen immer schwierig finde, ist die Frage immer, wem gehört die Infrastruktur im Hintergrund, also wer reguliert den Zugang? Da ist die Wikipedia, glaube ich, auch recht offen. Vielleicht ist das so ein ganz gutes Beispiel tatsächlich, wo man ansetzen kann. Ich will mal noch so Gedanken wie digitale Genossenschaften oder Ähnliches nochmal ins Spiel bringen, weil wir haben im Moment ja die Präformation quasi des digitalen Raums, die ist schon weitgehend abgeschlossen, wie der Stadtraum ja auch schon weitgehend abgeschlossen ist. Und ich glaube, in der Zukunft wird es immer wichtiger zu schauen, welche digitalen Situationen können wir schaffen, ja, um genau das aufzubrechen, spielerisch oder im Zweifelsfall auch offensiv-aktivistisch. Liegt die Zuständigkeit für digitale Fragen und das Internet eigentlich immer noch im Verkehrsministerium? Das ist ja mein... Auf Bundesebene ja. Ich weiß nicht, Sie haben bestimmt alle schon die App, um Funklöcher zu melden, ne? Okay. Nein, ich glaube, es gab ja sozusagen Hacktivism und diese ganzen Sachen, die gibt es ja alle. Also es gibt ja sozusagen das Internet, kommt ja von unten, aber wurde auch sehr schnell quasi verstaatlicht und zentralisiert. Es gibt ja diese Überlegungen schon sehr lange, auch mit den Commons. Aber im Zuge der Debatte, die wir seit 10 Jahren haben um das Thema Smart City, ja, wir wollen überall Sensoren und so weiter anbringen, ja, im Wesentlichen verdienen damit die Leute Geld, die Sensoren herstellen, ohne zu wissen, welches Problem wir eigentlich lösen wollen damit. Und ich glaube, da ist der Gedanke der Commons, der digitalen Allmende, würde ich vielleicht gerne so ein bisschen als Schlüsselbegriff für künftigen Aktivismus, der analog sein muss. Als Anknüpfungspunkt reinnehmen. Insofern finde ich das super. Diskussion. Du hattest eine Frage ans Publikum. Nee, ich hatte jetzt noch was dazu gesagt. Auch gut. Warum nicht? Ich würde sogar eigentlich noch einen Schritt weitergehen und das irgendwie eher so postdigital denken, also dass analog und digital gar nicht mehr so als zwei unterschiedliche Dinge gedacht werden müssen, sondern viel mehr verschränkt. Und finde es zum Beispiel auch problematisch, wie mächtig große Firmen wie Google, Facebook etc. sind, einfach durch den technologischen Vorsprung, den sie haben, durch das Geld, das sie haben, durch die vielen Daten, die sie haben, was halt sehr schwierig ist, irgendwie dann halt für genossenschaftlich geführte Unternehmen oder so dann überhaupt wieder aufzuholen. Ne? Und also natürlich könnte man da auch über bestimmte Enteignungsprozesse nachdenken oder Entprivatisierung. Das ist interessant, dass du es sagst, vielleicht so als halb abschließende Bemerkung von meiner Seite. Mir ist irgendwann aufgefallen, die Situationisten oder überhaupt alle Avantgarden haben ja noch mit dem Revolutionsbegriff gearbeitet, nicht wahr? Also der Künstler war nur in dieser Rolle interessant als Revolutionär. Ich habe immer das Gefühl, egal mit wem ich gerade rede aus dem aktivistischen Spektrum, das ist dann eher so abwinkend, nicht wahr? Also Revolution, ja, vielleicht Oper, aber wir eher irgendwie digital und irgendwie vielleicht mehr mit der Stadt zusammen und so weiter. Wie seht ihr das? Möchte jemand von euch die Revolution, du würdest die Revolution oder ihr würdet... Ich würde definitiv die Revolution der Methodik wollen, was auch ein bisschen aus der Softwareentwicklung, glaube ich, beeinflusst ist, dass ich zum Beispiel denke, dass Stadtentwicklung irgendwie viel agiler sein müsste. Und irgendwie so agiles Development geht ja davon aus, dass man es mit komplexen Systemen zu tun hat, die ja anders sind als komplizierte Systeme, wo man sich reinarbeiten kann und wo Experten Wissen erlangen können und wo Experten sagen können, so und so und so funktioniert das und Recht haben. Und komplexe Systeme funktionieren aber nicht so. Also niemand kann wirklich zutreffende Prognosen auf bestimmte Fragen haben. Das heißt, in komplexen Systemen muss man viel mit Experimenten arbeiten. Man muss klar Experimentierfelder auch definieren und diese Experimente dann wieder auswerten. Und das würde ich mir wünschen, dass das als Methodik revolutionär in Stadtentwicklung integriert wird und dass es festgeschrieben auch solche Experimentierräume gibt. Ja. Gibt es noch, okay, wenn es noch Fragen gibt von Ihrer Seite oder vielleicht noch eine, rufen Sie sie rein.
gerade nicht. Okay, dann würde ich Sie entweder in die Führung durch die Ausstellung jetzt um 17 Uhr entlassen, wie gesagt in englischer Sprache mit dem Kollegen Douglas Boatwright, oder in diesen kalten, trüben November-Nachmittag mit dem Hinweis, den schon die internationale zum Trost gegeben hat, und zwar: unter dem Pflaster liegt der Strand. Denken Sie dran, wenn Sie das Haus verlassen. Vielen Dank, schönen Tag noch.